Das es gab Leute, die haben mich richtig übel gehasst. Das war richtig übel. Was hast du angestellt? Nichts. Das Einzige, was ich hatte, ich habe mich halt mit ihm gut verstanden. Und er hat dann halt... Wir waren dann irgendwann auch mal zusammen halt in einer Gilde. Das hieß da nur halt Familie. So, und ich habe das Gefühl, dass die Tante, die da am meisten gegen gehetzt hatte, was von ihm wollte. Also sie wollte ihn irgendwie die ganze Zeit. Ich glaube, sie hatte auch ein paar Mal gefragt... wegen Heiraten etc. und all so ein Scheiß. Nö, mich hat keiner gefragt wegen Heiraten. Nee, sie hatte andere gefragt, ob du verheiratet wärst, aber es wusste halt keiner. What the fuck? Und dann haben wir halt an dem Tag, das war halt, du hast halt so einen Pfeil auf denjenigen quasi geschossen, der dann eine Anfrage gekommen, möchtest du den Charakter heiraten? Hast auf Ja geklickt und das war's. Es war nichts Dramatisches. Und dann wurde das halt auf dem ganzen Server aber eingeblendet. Und dann gingen die Speaker los. So, wie kannst du die nur heiraten? Bist du bescheuert? Ich denke mir so, wow. Ich wusste gar nicht, dass ich so eine Fangemeinde habe. Das war ich damals. Ja, wahrscheinlich. Kann ich gar nicht daran erinnern, dass da irgendwas war. Dich hat es auch nie interessiert. Du hast einen kompletten Scheiß drauf gegeben. Ja, logisch. Das interessiert mich, was die da speakern. Er hat einen kompletten Fick drauf gegeben. Komplett. Toll. Und Nicole hatte das ganze Drama. Ach, alles gut. Hat mich nicht gejuckt. Die hat dann immer noch gegen mich gestichelt die ganze Zeit. Ich wusste nicht, dass irgendjemand auf mich da gestanden hätte. Ey, du hast, ganz ehrlich, was hast du in dem Spiel auch schon groß gemacht? Du bist nach der Arbeit online gekommen, hast jedem Hallo geschrieben, hast deine ICs gemacht, bist ins Bett gegangen, hast da vor allem noch Gute Nacht geschrieben. Das waren deine Amtshandlungen. Mehr hast du nicht gemacht. Das hat bei mir auch gereicht. Ah, so hast du sie rumgekriegt. Ach du Charmeur, Mario, Mensch. Nee, das ist nicht wahr. Wir haben tatsächlich schon ein bisschen mehr davor geredet. Ja, aber das war damals halt einen guten Abend, nicht nur ein Hallo, alles klar. Genau. Und einen guten Mittag hat er mir auch immer gewünscht. Und hast du Nicole gerade nicht zugehört, dass ich auch Tschö gesagt habe? Ja, aber er hat ja auch noch Tschüss gesagt. Ich höre Nicole nie zu. Jetzt hast du die Bestätigung, dass er dir auch beim Autofahren nie zugehört hat. Er hat es gerade gesagt, er hört dir nie zu. Das weiß ich. Kann ich fragen, ob es hier einen YouTube-Repeater gibt? Kann das ihm jemand beantworten? Ob es was gibt? Bluetooth-Repeater. Bluetooth-Repeater. Möglicherweise, aber ich habe noch nie danach gesucht. Ich würde jetzt auch sagen, möglicherweise, aber ich würde tatsächlich aber schon fast behaupten, das ist nicht mal sehr sinnvoll. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, würde das Knalli gerade nicht mitkriegen, weil er nicht im Chat gefragt hat, sondern dann im Discord. Dann schreibt es ihm doch einfach. Wieso? Alles, was ich ihm sagen kann, ich weiß es nicht. Und damit hilft es ihm nicht. Muss er nachprüfen. Nee, aber er hat eine Frage gestellt. Eine Antwort wäre halt schon nett. Penis. Antworten gibt es nur gegen Bezahlung. Technologisch durchaus vorstellbar, aber... ja, unsinnig. Ich dafür gedacht, denke ich. Let's try it again. We got the moves. Ist ja auch eher eine Near Field Technology. Mhm. Bin da, wer noch? Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das Spiel schon Geräusche an dieser Stelle macht. Macht auf jeden Fall so wenig Geräusche, dass OBS es nicht aufnimmt. Wo haben wir denn House of Ashes? Das hat aber steht bei mir aber 40. Vielleicht muss es jetzt in-game wieder lauter machen, weil du es ja letztens leiser gemacht hast. Oh doch, ich habe jetzt Geräusche. Ich habe das Gewitter gehört. Okay. Und da draußen gerade kein Gewitter ist, weiß ich, dass es im Spiel war. I heard Donner. Ich hab ein Mamfaxo und ihr nicht. Ein Mamfaxo. Und tendenziell ging die Geschichte eigentlich tatsächlich los mit Motten, roten Magier, hol dir und einen Krieger. Halt die Fresse. Ja, ich hab ein Mamfaxo, war letztes Jahr in meinem Adventskalender drin, hab ich von meiner Schwester bekommen. Oh. Was heißt ja halt die Fresse? Es ist doch eine Tatsache, dass die Geschichte da losging. Halt doch einfach deine Klappe, Junge. Ich weiß nicht, warum dich das ärgert.
Ja, du bist die ganze Zeit damit am Aufziehen. Bist irgendwann das nochmal gut? Ich zieh dich doch damit nicht die ganze Zeit auf. Nein. Ab und zu erinnere ich dich dran. Du älter Junge. Das nächste Mal, wenn wir uns sehen, und das wird wahrscheinlich in 2 Wochen, dann kriegst du so eine hinter die Löffel, ne? Du weißt, ich habe kein Problem damit, dich zu schlagen. Ich weiß, dass es dich weniger juckt, weil du denkst, oh, welche Fliege ist mir denn gegen den Arm geflogen? Aber ich schlag dich. Du hast mich noch nie geschlagen. Du hast es nur nicht gemerkt. Ich hab die... Danke, Limo. Das könnte der Grund gewesen sein. Alter. Hier braucht man wieder ein bisschen Nerfgun in der Fresse. Oh, stimmt, ich wollte Steffi auch noch eine Nerfgun schenken, damit sie Mario ordentlich einen wegballern kann, wenn er wieder frech ist. Dann wird sie ja gar nicht mehr fertig. Das Problem, was ich eher sehe, ist, dass die Katzen die Dinger wahrscheinlich irgendwann verschleppt haben. Wir haben geile Dings gesehen, geile Nerfguns gesehen, wa? Wir haben geile gesehen. Ja, stimmt, wo war das gleich wieder? Im Kaufland. Kaufland, echt? Im Kaufland. Das war bei dir im Kaufland, ne? Ja. Also bei den Eltern im Kaufland, so gesehen. Sag, als wenn die Bayern Kaufland hätten. Hey! Wir haben eins, aber es ist 25 Kilometer entfernt, okay? In Bayern heißt es. Ist ja ums Eck. In Bayern heißt es, weiß ich nicht, Kaufländle. Oder so. Kaufländle. Hier, wo du musst drücken. Drück. Ach, Ton. Aber bitte, geh dafür auf Toilette. Okay, wisst ihr, was witzig ist? Herzens. Jetzt habt ist ihr Ton, ich aber nicht. Oh! Ich höre nämlich nichts von dem Spiel. Hä? Was ist das denn heute für ein Scheiß? Imo hat's putt gemacht. Imo hat's putt gemacht. Oh, Bia. Ja, das Stream war echt schön, ne? Aber jetzt nochmal zurück zu der Thematik, wie es eigentlich begonnen hat bei mir und Nicole. Die Geschichte müssen wir Steffi irgendwo noch erzählen. Hast du doch gerade schon, reicht doch. Sie kann damit nichts anfangen. Ach. Schon okay, erzähl es mir. Wir haben uns in deinem Spiel kennengelernt, das hieß Nostale. Das haben wir beide damals gespielt. Ich war ein popeliger Redmayer-Gier, eher ein starker männlicher Krieger. Weißt du? Er rennte auf dem Taubenfeld rum und mobbt mir meine Motten weg, die ich gerade für eine Quest brauchte. Und in dem Moment habe ich einfach nur gesagt, was das für ein blödes Arschloch ich ist. Ich habe nicht alle weggenommen. Die eine habe ich dir gelassen. Ich habe nur die anderen weggenommen. Die hast du mir gelassen, du kleiner Pieser. Später hat man sich dann. Und man muss dazu sagen, du hast noch vergessen, sie war damit zusammen mit einem anderen Heilmagier. Ja, mit einem anderen Magier, der mich geheilt hat, weil ich ein Noob war, okay? Genau. Und der hat ihr gesagt, bist jetzt wieder und zufrieden, satisfied? Nein. Und der hat ihr gesagt, dass ich ein ganz netter bin. Ja, also er kannte ihn tatsächlich. Die beiden hatten halt, glaube ich, schon mal geschrieben oder so, keine Ahnung, er meinte, das ist total netter und so. Ich dachte mir so, du bist so ein dämliches, blödes Arschloch. Das Lustige ist aber, das war unsere erste Begegnung, das Lustige ist aber, wirklich kennengelernt haben wir uns im Endeffekt erst, nachdem so ein anderer Typ angefangen hat, irgendwie, keine Ahnung, Müll über mich zu labern. Der Spieler hieß damals Scarface. Das weiß ich noch. Und Mario hatte mich dann schon so ein bisschen mit Mario unterhalten, das war mal in einem Raid und so. Und Mario hat sich dann halt immer neben meinen Charakter gesetzt und so einen Scheiß. Und so hat man sich dann halt erst richtig kennengelernt. Das Lustige ist, ich habe zu dem Zeitpunkt komplett verdrängt gehabt, dass er das war. Und ist das erst irgendwann viel später eingefallen, ich glaube nach einem Jahr oder so, dass er das war, der mir da die Motten weggemobbt hat. Das war einfach so das Witzige an der Geschichte. Ja, für mich war das einfach nur ein Running Gag. Das Einzige, was noch passiert ist, bevor wir überhaupt geschrieben haben, ist, dass Nicole mich immer geheilt hat im Dings. Ja, ich habe dir mit 10 mal den Arsch gerettet, weil es mich kein anderes Schwein gemacht hat. Ich habe an dir geklebt wie ein Pickel an deinem Arsch. Angefangen hast du mit der Tatsache, dass ich mich nicht hinsetzen konnte zum Heilen. Und du mich lieber geheilt hast. Ja, ich habe dich gerettet. Ich mich immer wieder hingesetzt habe. Ich gedacht habe, lass mich doch einfach sitzen, ich heile auch so. Das Problem war, bei dieser Figur, die nannte sich halt Heiliger Magier, gab es halt 2 Heals. Einmal den Einzelheal, dabei ist halt aber der Gegenüber die ganze Zeit wieder aufgestanden und im Besitzen hast du dich halt automatisch geheilt. Aber mit dem Heal ging es halt schneller und es gab halt den Gruppenheal, der hatte aber längeren Cooldown. Und also habe ich ihn einmal gestanden und ihn geheilt wie so eine Bescheuerte, weil er hat halt den ganzen Scheiß immer gemobbt, die ganzen Monster in diesem Instant Combat. Und er hat sich dann immer beschwert, ich soll ihn doch einfach sitzen lassen. Wer von euch kann im Hauptmenü rumnavigieren, nach oben und nach unten? Ich bin ziemlich schon wieder nicht. Moment.
Nö. Ich. Cool. Steffi. Steffi. Ich hab da unten noch Danke gesagt einfach. Der Fuck, das stimmt, in der gemacht. Tat. Er war der Hast du irgendwie A gedrückt oder so? Gar nichts gedrückt, ne? Ich hab da auch immer gesagt, okay, lass es machen, wenn sie das unbedingt will. Ich hab dir den Arsch gerettet, okay? Ich bin sogar beim Mobben hinter dir hergelaufen. Das war manchmal echt so blöd, dass ich bin wie so ein Dackel hinter ihm hergerannt und hab ihn geheilt. Ja, und das ja, war aber nicht notwendig, das war der Punkt. Ich weiß, ich hab's trotzdem getan. Let's try this again. So hat man sich dann kennengelernt, jetzt werde ich ihn seit 13 Jahren so, nicht mehr los. Jetzt hab ich auch wieder meinen eigenen... Okay, gut, wunderbar. Ich weiß nicht. Können wir jetzt spielen? Ja, keine Ahnung, ihr seid die ganze Zeit noch am Quatschen. Let's go! Wenn sie uns angreifen, dann wahrscheinlich vom Abgrund aus. Wenn? Noch so optimistisch, Lieutenant? Wir wissen überhaupt nichts von unserem Feind. Wir kennen weder Gebiet noch Truppengröße. Wir sind arm dran. Keine Ahnung, wie lange die Tore sie aufhalten. Ich hoffe auf das Funkgerät. Wir reparieren es, rufen Verstärkung, sorgen für Gleichgewicht. Sollte da oben ein Funksender sein, wird er nicht allzu weit reichen. Verdammt! Hätte Eric Luftunterstützung erbeten, würden die das Signal empfangen. In den Arsch gefickt vom Obermacker. Tja, hätte ich mal besser Luftunterstützung angefordert, ne? Ich kann rumlaufen, okay. So, wie war das nochmal? Stream hat Ton, das ist wunderbar. Also, danke. Ja, ich hab eben was umgesteckt in meinem Audiotreiber, ich weiß nicht. Irgendwie hat das Steam Remote Play Together den Audio-Stream vom Spiel abgegriffen, aber kam nicht auf die glorreiche Idee, es auch wieder an meine Speaker zurückzusenden. Also hab ich's grad einfach manuell gemacht. Als nächstes spielen wir dann The Quarry, weil Until Dawn ist nur für Konsole leider. Ah. Ach, Until Dawn war das, stimmt, genau. Das ist leider aber nur für Konsole. Okay, von da bin ich gekommen. No, Until Dawn war das, was ich davor meinte. Ja, aber The Quarry ist auch nice, aber das können wir dann mal holen, wenn es im Angebot ist, weil so kostet das 60. Ich wollte gerade sagen, das ist bestimmt dann im Oktober im Horror-Ding im Angebot. Until Dawn. Ja, maybe, oder mal bei Fanatical. Until Dawn bräuchte noch bloß eine Capture-Card dann. Jo. Und noch zwei Controller. Was ist denn für. Dann machen wir Couch-Stream bei euch. Vier. Ich wollte sagen, PS4. Habt ihr eine PS4? Ich habe eine. Das Ding, was bei Mario rumschaut, war eine PS3. Ja, aber ich habe auch eine 4, aber die war halt jetzt bis jetzt immer noch bei mir. Ach so. Was hat die arme Frau Brodorfer zum Spielen, Mensch? Aber wirklich? Und was zum Netflix gucken vor allem? PlayStation? Ja. What the fuck, jetzt bin ich verwirrt. Wieso guckt man. Okay, egal, du machst das, wie du willst. Ja. Fernseher angeschlossen, auf der PlayStation installiert, weil der Fernseher es vielleicht unter anderem nicht kann. Dreh erst mal rum, vielleicht erzählen die Geschichte. 30.12. Marys Zustand verschlechtert sich. Heute Abend erwachte ich aus einer erschöpften Benommenheit, nur um Lady Bradshaw vorzufinden, wie sie meine Frau mit weiteren verdammten Fragen quälte. Mary murmelte etwas von geflügelten Dämonen. Daraufhin leuchteten Bradshaws Augen auf und sie fragte, ob Mary diese Dämonen gerade spüren würde. Von ihrem Delirium gepackt, schlug meine Frau um sich und klammerte sich an Bradshaws Brust. Lady Bradshaw zog sich zurück. Und nach einer Weile konnte ich meine Frau beruhigen. Jetzt mal ganz, ist euch auch gefallen, dass der Untertitel ja ein anderer Text ist als das, was gesprochen wird? Ja, das ist tatsächlich nicht selten der Fall. Ich denke mal so, wow. Ja, du wurdest übrigens von Ike was gefragt, Nico. Was auch immer. Ja, was auch immer. Ja, Ike. Ike-isch oder was? Er hat einfach nur gefragt, und zu. Nimm auch wegen dem Eis. Ist das das Eis, was sich ein wenig nach einem Muskelaufbaupräparat anhört? Mookie Supreme, problematisch ist dann der Zusatz Rich and Creamy. Okay, nee, das habe ich tatsächlich noch nicht gegessen. Da muss ich mal beim Kaufland gucken beim nächsten Mal. Ich war gestern erst beim Kaufen, hätte es mir nicht gestern schon sagen können. Geh doch morgen einfach einkaufen nochmal. Generalschlüssel mache ich. Diese Karte zeigt den Ort einer falschen Ausgrabung in der Nähe der Tempelausgrabungsstätte. Niemand wusste, dass die Archäologen hier waren. Okay. Räuber abzulenken. Sie wussten, dass sie waren hier Besonderes war und tranken ihr Bier. Bei dem Wetter gibt es nichts Besseres als Eiscreme. Ja.
True, ich hatte heute auch eins. Schon wieder. Und das Funkgerät dürfte ja wahrscheinlich die Szene beenden. Probably. Doch, schöne Dusche. Ja. Dann schaue ich mich nochmal ein bisschen um. Mach das. Ja, ich hatte heute Eiswürfel angesetzt, aber die waren halt noch nicht fertig. Wieso sieht das aus, wenn ich einfach nur vor einer schwarzen Wand stehen würde und es da gar nicht weitergehen würde? Weil es das wahrscheinlich auch so ist. Ich meine, guck mal, ist, hä? Ja, das, die Programmierer wollten sich halt was ersparen. Das schwebt so ein bisschen, das Gitter. Das kommt auch noch dazu, dass das Gitter hier vorne das schwebt. True. Und oh da halt nicht mehr auf dem Boden ist. Und es sieht einfach wirklich aus, als wenn die einfach so, weißt du, wie bei so einem Film, wie bei so einem Filmset, wo sie zu faul waren, die Kulisse zu bauen. Da haben sie einfach ein schwarzes Tuch dahin gehängt und hoffen, dass es keiner sieht. Ich hier, die Dinger schweben auch. Hier. Ja, Junge, dreh dich um. Ja, aber hey, Raytracing ist gut, ne? Das sind ja nur die Reflektionen und die Ambient Occlusion. Schatten? Ne. Licht? Nein. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass 2¼ Tabletten Antibiotika echt ein bisschen viel sind. Die Katze liegt hier, als wäre sie ausgenockt worden. Oh. Mal gucken, wer sterben wird. Ah, das bin ich. Schon wieder. Oh. Okay, also ich kann mich erwürgen lassen von so einem komischen Dämon. Das ist cool. Frage, hast du einen schwarzen oder einen weißen Rahmen? Das war doch nicht Erwürgen, das war... Schwarzer Rahmen. Ich meine, da ist definitiv jemand gestorben, also... Das sah eher aus wie so telekinetischer Genickbruch. Nein, der hatte doch die Hand da dran. Sag ich nochmal. Nee, tatsächlich sind es auch gar nicht die Wand. Das konntest du ja verhindern. Das war die falsche. Die Bilderrahmen. Ich glaube, die ganz unten, das muss das sein, ja. Ja, genau. Der hat... Ah ja. Jemand hat den Hand, ja. Ich habe das im ersten Moment für seinen Schal gehalten. Was ist das? Geh nochmal rein und guck das mir mal bitte an. Das ist das da, wo ich den Typen erschossen habe. Ja. Aber die haben irgendwie alle schwarze Rahmen. Ich sehe jetzt den Unterschied tatsächlich ja, nicht. Gold, das eine hat Gold, das andere Silber, um genau zu sein. Ja, ja aber genau. Sind ja alle schlecht. Genau. Wenn hier wäre ich gestorben. Nee, warte, hier bin ich nicht gestorben. Nee. Das war eben das, weil. Aber der hier hat ja auch einen hellen Rahmen und da stirbt jemand nach. Aber halt nicht in ja, der Form. Ja, keine Ahnung. In den Silbernen kann anscheinend jemand sterben, muss aber nicht. Ja, stimmt, der Analdito. Gut, der Typ ist hinüber, aber das heißt, das hilft uns nicht. Ja, der Typ ist ja hinüber. Aber hier ist auch noch die Vorahnung mit der Bombe, die ist ja auch verhinderbar. Irgendwo. Eine davon. Ja, ja, verhinderbar ist sie, aber zu dem Zeitpunkt, wo wir sie sehen, ist sie nicht mehr verhinderbar, weil da war ja dann das Draht schon gespannt. Sieht aber nicht aus, als würde ich sterben, das sieht aus, als würde ein Vieh sterben. Naja, machen wir erstmal weiter. Ach ja, unsere antiken Zombies. Okay, gut, mehr sehe ich dann hier, glaube ich, auch langsam nicht mehr. Das ist ja recht übersichtlich. Da ist noch was. Ein bisschen Klebeband. Fidel Castro. Ja, so ein Tagebuch. Ohne Rückseite. Wow. Okay. Von Houghton! Oh, er macht es dann alleine auf. Nicht der von den Simpsons. Och Gott. Hey. Warum? Ich kann nicht nach oben. Ich weiß nicht, ich scroll nach oben, ich fasse nichts an und er geht nach unten. Hat dein Controller einen Schaden? Eigentlich hat er keinen. Ihre Funde sind immer noch begraben. Weit weg von jedem Museum. Probier mal anders nach oben zu drücken. Das Ding ist ja, er müsste dann ja auch eigentlich ja einen Ghost-Input haben, wenn ich jetzt hier rumstehe. That's true. Weil das ist ja entweder der Stick zum Umschauen oder der Stick zum Laufen. Oder in beiden Fällen. Hm. Ist doch jetzt nicht so schlimm. Kannst du doch im Journal nachlesen. Das war eh viel zu viel. Wenn ich da auch nicht scrollen kann. So vom Spiel gemacht, keine Ahnung. Was doof wäre, will ich das aber. Mit dem Lore lesen? Naja, okay, ist ja auch egal. Ja, wir könnten jetzt versuchen, auch den Text in der Textur zu entziffern, der auf dem Buch draufsteht. Ja, klar. Aber die Mühe mache ich mir dann doch nicht. Wir lernen mal alle schnell Arabisch und was weiß ich nicht alles. Nee, es war ja auch Englisch. Ich sage, es war Englisch, es war so, nur Schreibschrift. Wer kann schon noch lesen? Ach, ein Geheimnis.
noch ein Stück altes Brot. Oh mein Gott. Ja, super. Super überbelichtet. Das, ja, der Hinweis ist cool. Finde ich gut. Ich möchte nicht wissen, wie viele Hinweise wir schon übersehen haben. Wow. Alles klar. Sitzende nackte Statue. Vampire. Ich ha. Wusste es. Vampire, ich wusste es. Wir wussten alle. Vampires. Die grafischen Vampire. Effekte sind manchmal echt ein bisschen bescheuert. Ich bin einfach nur eine Runde Vampire Style. Ich hätte den Teil hier nicht wieder anmachen sollen. Probieren wir es nochmal, ob es jetzt weg ist. Sieht ja schon viel besser aus. Perfekt. Keiner hat Bock auf Krisseleffekte. Das Papier kriselt nicht mehr. Das ist kein richtiges Papier mehr. Ja, aber Raytracing-Effekte sind doch so viel realistischer. Hast du das nicht, wenn du Papier hochhebst, dass es anfängt zu krisseln? Ich dachte immer, das liegt an meiner Brille, aber okay. Deswegen hatte ich beim Autofahren immer krisseln. Da geht's nicht runter. Springen! Stell dir mal vor, du könntest jetzt weiter und runter laufen. Wir wären schon beide tot, war Imo? Ja, wir wären schon irgendwo runtergesprungen, einfach nur zu gucken, was da ist. Junge, geh mir aus dem Weg! Einfach schon allein, weil wir es probiert hätten, wären wir tot. Hallo? Ja, beweg deinen Fettarsch, danke. Hey, don't be rude. Ja gut, okay, ich hätte vielleicht noch hier rumgekollt, an der Stelle raus. Nicht die Feinde sind das Problem, sondern die NPCs, die mit dir spielen. Wir selber sind das Problem. Ja. Das habe ich ja auch schon. Nee, das war das Buch, das hat's gehört. Ja, genau. Das war das, was ich nicht lesen konnte, weil er da dort runtergescrollt hat. Ja. Dann let's go. Hallo. Wollen wir hier irgendwie sprinten oder schneller gehen? Nein. No, fuck you. Rechts. Da war auch noch was gerade geleuchtet. Hab ich das nicht schon aufgehoben? Doch, das ist das Geheimnis. Das ist die Mission. Ja, stimmt, das ist das, ja, wo der Typ erwürgt wurde. Wie viele Gegenstände hast du jetzt aufgehoben? Aufgehoben? Direkt aufgehoben? 4 oder 5? Weiß ich nicht, ich hab nicht mitgezählt. Weil da waren insgesamt hinten 4 und hier vorne mit der Steintafel 5. Er hat das Buch aufgehoben, 2 Zettel, die Steintafel und das Geheimnis. Okay, dann passt. Was? Du musst mir helfen, das Ding zum Laufen zu bringen. Ich habe was gemacht und danke. Bitte. Erstmal eine rauchen. Das Zeug bringt dich noch um. Klar, weil gerade nichts mein Leben so bedroht wie das Rauchen. Hat er gerade recht. Nur ein Geistersignal. Selbst ohne Sender empfängt ein Funkgerät schwache Signale. Sind nur Geister. Dann reparier den Sender. Wenn wir ein Signal herstellen und Sendcom rufen können, dann ist's nicht mehr weit bis nach Hause. Ich weiß nicht, ich bin kein Techniker. Mervyn hätte das hingekriegt. Ach was. Hast wohl Pech gehabt. Auch so schwül bei dir, Knelly. Armes du. Salami. Oh, Vampire. Anführer. Salim, runter. Oh, Mann. Der lebt auch noch. Ich finde es halt witzig, dass die immer noch den Kampf im Kopf haben. Ja, weil sie die Monster nicht als echt in dem Sinne betrachten. Na ja, gut, Salami ja schon, oder der Boss von ihm glaubt das nicht. Salim, انت
genannt Ismani. Arguk Ismani. Atalul Amerikan. Kenwai Atalun Anna. Ismani. Anna schufte Ruhl bei einer Jadul. قتلت واحد اخرس وامشي ورايا انت سمعني خالص لا انت اسمعني دلوقتي يا اما تمشي ورايا يا اما خليك هنا وتعفن اختار الله يلعنك استنى انا جاي Dani, wie geht's sonst? Schalt es ab! Bring den Sender zum Laufen, sofort! Ich brauch mehr Zeit! Oh, Quicktime Event incoming. Ingo, Quicktime Event. Can do it. Sagen, da stirbt wahrscheinlich gleich. Flanke angreifen! Nur so werden wir diesen Clown endlich los! Gib mir Deckung! Ich kann Mario nicht sterben lassen. Genau, ich muss sie hier noch umbringen. Mhm. Seine Flanke! Oh shit. Vielleicht hat er doch das dir das Leben gerettet. Nee, ich glaube, einmal verkacken darf man. Ich hab schon irgendwie viele Situationen, da was verkacken und das Leben wird gerettet. Krieg keinen guten Schuss! That's what she said. Na, wen haben wir denn da? Und Lomsch. Ja. Rappe, Jonas! Los, vorwärts in den Tempel! Schnell! Zu den Leuten hinterher, die eben noch auf uns geschossen haben. Super Idee. Oh, Nicole. Oh je. Yeah. Now it's my time to die. Guck mal, gerade Start. Oh, du musst doch glücklich sein. Du kannst jetzt mit deinem... Okay, das heißt, der Controller ist auch wirklich aktiv? Wenn sie schlau sind, bleiben sie zurück. Wir trennen jetzt gleich richtig ab. Was gut ist, Nicole kann jetzt mit ihren Gleichgesinnten gleich spielen, den Pazuzus. Ja. Dämonen und Dämonen, das sollte passen. Du lebst? Überrascht dich das? Hm. Mit Blut vollgespielt, aber am Arm geht trotzdem. Schon das Wo ist Eric? Ja, yeah, well. Nicht mehr da. Er ist tot. Du kommst drüber weg, Rachel. Er war mein Ehemann.
Du weißt nicht, was wir hinter uns haben. Was ist mit ihm passiert? Rachel, Sag's mir. Einer der Iraker hat ihn erschossen. Lebt dieser Iraker noch? Ja, und er ist noch hier. Freut mich, Sie zu sehen. Dachte, Sie wären tot. Wer hat's noch geschafft? Fast niemand. Mervyn ist tot. Joey. Wahrscheinlich auch. Clarice. Was ist los? Sie war infiziert. Die Dinger haben irgendwas in sie reingepflanzt. Wir waren auf dem Weg hierher, aber sie fiel in den Tod. Eins weiß ich über den Ort hier. Die Toten bleiben nicht tot. Clarice kommt bestimmt nochmal wieder. Zum Lumpen. Bin ich gut mit dem Zielen im Schießen. Wie zielt man? Leute, mit dem rechten Stick. Okay, wir schießen dann mit A. Mit untere Taste unten rechts. Genau, mit R. T. RT ist das, glaube ich. Die große oder die kleine? Die untere. Die große. Die große. Okay. Der rechte Trigger, das andere ist RB, das ist rechte Button. Mhm. Okay. Wir brauchen den Generator. Drück ihn durch. Drück einfach alle Tasten. Okay. Gib einfach den Konami-Code ein. Okay. So, jetzt die Frage, wer kennt den Konami-Code? Die sind doch schon drin! Irgendwas mit A, B, B, U, Futter. Sieht recht gerade aus. Haltet das Tor, ich werfe den Generator an! Alter, ich hab Quick Time Events vor. Das fehlt uns noch. Gibt es hier Minen? Leider nicht ausreichend. Dicke. Hä? Zu Hacker! Nicole war jetzt nur dran, um zweimal Ja und Nein zu sagen? Ja, ja. Ey, kommt. Erzählt mir nichts. Ich war einfach nur dran, um einmal zu schießen. Ich wollte gerade sagen, ich brauche nur, was ich unbedingt hier rein. Wir brauchen den Generator sofort. Sonst sind wir am Arsch. Die wollen hier rein. Sie werden nicht halten. Das ist unser Haus! Wir bestimmen! Push, push, push. Klapp. Wie mein Gamepad reagiert gleich wieder nicht auf die Tasten. Das ist ein kostes Dreieck. Sie brechen durch! Die Dinger sind schlimmer als Ratten! Dieses Slow-Motion-Dinger mit den Gesichtern sind gerade ein bisschen verwirrend. Nicole! Das ist weird. Ja. Ja, es zeigt einfach, dass es jetzt mehr oder minder gleichzeitig stattfindet. Ich hab doch X gedrückt! Das kann doch nicht wahr sein! Ach, come on! Wenn das durch das Remote-Play so zur Verzögerung kommt, ist das echt kacke. Es ist Zeit für den Rückzug! Jemand was dagegen? Sie brechen durch die Grenze! Wenn jemand Ideen hat, dann raus damit! Oh, komm schon, komm schon! Es muss doch etwas geben! Warte! Ja! Okay, gehen wir in die Katakomben! Wir müssen runter! Da geht's nicht raus! Schickst du das nicht? Entweder das oder wir sterben genau hier! Alle Mann, los zum Astor! Los, los zum Tor! Dann lauft auch. Oh no, she's running.
Wahrscheinlich bedeutet das jetzt mein Tod. Was schön mit dir, Mario. Oh, Moment, das ist die Szene, die er eigentlich mit der Fackel hätte anrichten können. Mit seinem tollen Ding da, also Eric. Oh, come on. Warum ist Mario nicht mehr dran? Der ist auch in dieser Szene. Ja, weil ich zu gut bin. Achso, weil du alles, weil du alles, alles regeln würdest, schon klar. Ja, Mario lässt dich carryen. Oh no. Goodbye. Demin! Unsicher, unsicher. Lang, okay. Ich hab dich gerettet, bist du fröhlich? Warten. Rissa, du bist nicht explodiert. Oh mein Gott, stell mal vor, jetzt ist das Dach bleibt in der Mitte, dann wäre vielleicht einer von euch gestorben. Aber ich wusste, dass die Dinger in der Mitte gebaut werden. Nice, well done. Nee, da wäre keiner von uns gestorben, weil du bist als erstes durch hier rein. Ich würde sagen, du hättest für uns die Frage beantwortet. Nick. Oder wir wären alle gestorben, weil wir dann Nick? Nicht mehr weitergekommen wären. Nick ist doch Marios Typ, oder? Nee, Nick bist du. Ja. Oh. Er ist Jason. Leise. Vorhieß. Glaub, ich höre sie. Die Explosion hat uns abgeschnitten. Wir sollten weitergehen. Dar lebt noch. Natürlich. Weiß nicht, auf Quicktime-Event vor. Hallo nochmal. Mein Chef ist sauer. Ja, das sehe ich. Was ist da passiert? Dein Freund ist mir ein bisschen zu schreckhaft. Das macht mich nervös. Die Waffe runternehmen könnte helfen, alle zu entspannen. ديروا رصاصة في دماغه لو ما سمعش الكلام. هتكون فكرة وحشة. انت مش في مكان تحدثي. Nur ein Max. Wackes besser. Ich habe das Gefühl, dass wir gute Freunde sein könnten, wenn diese Uniformen nicht wären. Lasch Ahban! Klappe! War er es? Tu das nicht, Rachel. Hat er Eric getötet? Dumme Idee. Ich würde sagen, wir legen diese Penner um. Dieses Mal immerhin von vorne. Nick, kümmere dich darum. Was soll ich sagen? Sie könnten uns echt helfen. Sie sind der Feind, Nicky. Ich vertraue keinem von euch. Mehr muss ich nicht hören. Sie kommen. So. Wir müssen die Tür öffnen. Warum steht ihr da herum? Helft! Und schon sind sie alle wieder Best Friends. Fuck, Jason! Der Feind des Feindes ist unser Freund! Los, komm schon, Mann! Scheiße! Los! Er schnüpft herum. Ich hab das mit dem Colonel nicht vergessen. Ich hatte keine Wahl. Hast du schon mal 10 probiert? Oh, ich dachte schon, ich muss die ganze Zeit einen Button smashen. Ich bin ehrlich gestanden erstaunt, wie lange die Monster überhaupt brauchen, um uns zu finden. Ja, die Dings ist eingestürzt, da oben Stücke. Ja, und? Die müssen sich jetzt erstmal wiederholen, bevor sie weiter können.
Erstmal kurz brunchen und dann weiter geht's. Wir hatten heute noch gar keine Mittagspause. Wir kommen am übelsten Ort auf der ganzen Welt. Der 3 Uhr Tee fehlt auch. Was mir an dem Teil gefällt, ist, dass tatsächlich Monster sind diesmal. Und nicht irgendwie. Überlebe den Angriff. Ja, well, good luck with that. Zielen, schießen. Könnte die Szene sein mit dem Genickbruch. Das Mario. Nee, Emo. Aber das war doch Jason. Das war Jason, der weggezogen wurde, also mein Charakter. Ist das Claris? Nee, das ist einer von den antiken Zombies. Ach, der Typ. Oh, Katze ist auf viel. Katze. Bargo. Von einem antiken Zombie umgebracht. Nicht von so einem Vieh. Was ist Claris? Tot. So, Steffi. Jetzt kannst du uns retten oder nicht? Quicktime Events. Fuck. Muss rot sein. Ja, ich hab's gemerkt. Das ist Nicole. Oh, oh Jesus. So viel Kurs aktualisiert. Na, war gerade echt, ne? Die ganze Zeit. Zweimal schon. So viel zum bei mir bleiben, wenn er wegfliegt. Sofort! Scheiße! Und alle wieder getrennt. Na toll. Das ist doch danke für das. Ich will auch noch zu einem Zombie. Den Lütten irgendwo bei dir sehen? Ich glaube, komm mir vor der Tür. Tja, war schön mit dir da. Also, für so viel lohnt sich der doch gar nicht. Ja, das ist klar. Doch. Ich sag ja so gar nichts dran an den Kleinen. Also, der kommt nicht wieder. Naja, höchstens in zerstückelt und unlebendig. Das war ein bisschen übel. Was ist mit Jason passiert? Ja, Mario, was ist los mit dir? Ich bin in der Kuschelkammer. Ah, in der Kuschelkammer der Dämonen. Klingt natürlich auch gut. Du wirst jetzt rumgezüngelt. Ah, so einer. Ich hab sie mit meinem Sexappeal überzeugt. Ach, so ja. Er hat wirklich mit dir rumgezüngelt. Leg dich nie mit einem Marine an. Das ist nicht so ein Arschloch wie mir.
Lass dir schmecken, Knalli. Wenn du es wahrscheinlich nicht hörst. Ich wollte sagen, der ist wahrscheinlich schon lange weg. What? Wer ist da? Du bist dran, entscheide dich. Ja, ich weiß noch nicht mal, wer da ist. Ich komme in Frieden. Beweg dich. Ah, okay. Nicht. Oh Gott, das ist Mario, er will sterben. Tut mir leid für dich, Steffi, du hattest heute eine sehr kurze Session. Bist du allein? Ich bin noch nicht dran. Insofern alles gut. Es ging alles so schnell. Also ist es nicht Mario, das ist Jason. Es ist nur noch uns beide. Nur dich. Stadion. Das ist ja großartig. Ich will, Mario, ich will nichts Böses, bitte. Ich schwör's. Ach was, ich bin der mit der Knarre. Willst du Ärger? Sagt der Ami mit der Knarre. Wir müssen ja keine Freunde sein, aber Verbündete. Damit kann ich mich anfreunden. Ich kann sagen, ihr müsst ja nicht heiraten. Aber wenigstens zusammen arbeiten wäre schon mal ganz gut für den Anfang. Nicht heiraten, aber wenigstens Löffelchen. Ja. Löffelchen ist okay. Mario würde mich ja eh nur wegen der Steuer heiraten. Wenn sich das heutzutage überhaupt noch lohnt. Nee. Bin ich noch hier? Ja, Steffi ist noch da. Erstmal zurückgucken, ob da noch was ist. Nee, okay. Wo ist der kleine Piepser? Wenn du auch nur versuchst, mich zu verarschen. Warte, irgendwie hatten wir doch mal eine Taschenlampe. Den Versuch überlebst du nicht. Ich töte Vampire. Denkst du, Marines machen mir Angst? Brecheisen hatte schon öfter seinen Auftritt, ja. Mein Zweifel-Ding hat er schon umgebracht, wenn nicht sogar drei. War der Glitzerwand. Nee, sieht nicht so aus. Okay, dann. Dann gehen wir an die Wand. Wieso so lange? Die einzige Chance aus. Einer hält das Tor auf, der andere schlüpft durch. Kann beides die Arschkarte sein. Steffi, schneller, mit mehr. Ja, I'm on it! Los! Sie presst so schnell sie kann. Oh, wow. Hätte jetzt eigentlich von der anderen Seite gegriffen und dann hätte er darunter durchgekonnt. Ja, yeah, dazu hätte er erstmal aufstehen müssen und ran sein müssen, das war zu langsam. Ich muss einen anderen wegfinden. Man kann Mario schon wieder keinen verletzen. Das Spiel macht das mit Absicht. Damit wir alles sicher sind von Mario. Das bin nicht ich, das ist Jason. Aber ich muss meine Seite freiräumen. Mach schnell. Sie könnten überall sein. Ja, in deiner Hose ebenfalls. Hast du eine Idee, womit wir es zu tun haben? Düster, das sind Vampire. Das sind Vampire. Unmöglich. Mein Vater sagte, wenn es nach Scheiße aussieht und nach Scheiße riecht, musst du es nicht auch noch probieren. Weißer Rat. Glaub mir, das sind Vampire. Wir müssen zusammenarbeiten, um sie zu besiegen. Ja, sieht langsam wirklich so aus. Geh durch! Soll ich dir wirklich vertrauen? Du hast gar keine Entscheidung. Du spielst ja nicht. Tschüss. Mario ist nur Statist. Presse! Schneller! Mehr! Schnell! Oh mein Gott! Oh Gott! Warum braucht ihr immer so lange zu reagieren? Was ist los mit euch? Hast mich fast gekillt. Fast. Vielleicht sind das nicht wir. Vielleicht ist das auch einfach die Gamepad-Verbindung. Wie gesagt, ich habe eben X gedrückt und bei mir hat es wieder nicht reagiert. Das war nervig. Du kannst es ja testen, indem du Start drückst und dann kannst du gucken, wie lange das Startmenü braucht, um aufzugehen. Das Startmenü geht instant auf. Was wirst du als erstes tun, wenn wir es hier rausschaffen? Meinen Sohn umarmen. Oh, okay, oder so. Deckcheck und Nutten. Abi, Abi!
Achso, ja, B. Boop. Diese Tontafel zeigt einen Priester, der mit einem Messer in der Hand ein Ritual durchführt. Auf ihr klebt ein Schildchen mit einer Nummer. Schön, dass das jetzt dabei steht. Bei allen anderen stand das nicht dabei. Was liegt da? Eine noch gut zu lesende Notiz. 31. Unleserlich. Unleserlich ist tot. Ich war bei ihr, als es soweit war, und sagte ihr, wie leid mir alles tat. Unleserlich. Diesen gottverdammten Ort gereist waren. Dass mir meine Eitelkeit wichtiger war als unsere Liebe. Als Unleserlich das Ende von allem sprach, wusste ich, dass sie unleserlich, unleserlich, ließ sie mich schwören, diesen Ort zu begraben. Oh mein Gott. 21 Uhr. Etwas Schreckliches ist geschehen. Als ich bei meiner Frau saß, bemerkte ich etwas in ihrer Hand. Lady Bradshaws Brosche. Sie muss sie abgerissen haben, als sie nach ihr schlug. Ich drehte die Brosche um und stellte fest, dass sie aussah wie die Kreaturen, die wir aus den Kokons geborgen hatten. Waren das die Dämonen, von denen Mary gesprochen hatte? Hatte Bradshaw die ganze Zeit über gewusst, was wir hier unten finden würden? Dann bewegte sich Marys Leichnam. Aber es war nicht meine Frau. Etwas Unmenschliches hatte von ihr Besitz ergriffen. Er sprang mich an. Und nur die Gitterstäbe der Zelle retteten mich vor seiner Raserei. Guten Abend. Hallo, Shinimini. Moin, Shin. Ich bin kein Freund der Sonne. Ich mag es lieber winterlich und kalt. Oh, gut, ohne ja. Sonne wäre ich zwar ziemlich tot im Allgemeinen, aber. Du wirkst eigentlich ganz in Ordnung. Also ich mag Sonne. Warum hast du für Saddam gekämpft? Ich bin bereit für Winter. In welche Richtung bin ich jetzt gekommen? Hatten keine Wahl. Und wo ist mein Feuerzeug? LB? Hatten wir? Also bin ich aus der Richtung gekommen? I am confused. Ah, da. Okay, meine Freunde der Sonne und ich. Aber ich bin auch ein Freund der Sonne, aber nicht von heißen, eklig schwülen, widerlichen Temperaturen. Don't like them. Habe ich irgendwo irgendwas übersehen? Ach, das ist wieder der Lochraum. Loch. Ja. Geht's dir, Ski? Moin, du Kind der Nacht. Was macht das Leben? Frau und Kind? Der Hund? So viele Löcher. So viele Löcher wie die Erde hat und so viele Berge wie die Erde hat, kann sie nur weiblich sein. Was bedeuten die Symbole auf deinem Herzen? So funny, ja. Um die Toten zu ehren. Deshalb der beide ist Steffi mit der Bratpfanne ins Überhaupt. Ein Grund ist wie der andere. Gut. Es ist ein guter Grund. Der einzige Grund. Respektvoll! Ich habe kein Problem mit dir. Dann hast du wohl irgendwas verpasst. Mario sah nicht so arschig zu. Also, es gab mal einen Mann, der baute sein Haus am Flussufer. Oh, spart euch doch die klugen Sprüche. Als spülte sie die Wände weg. Als die Dürre kam, trocknete der Fluss aus und er hatte Durst. Insekten stachen den Mann andauernd. Aber jede Nacht sagte er seiner Frau, wir haben so viel Fisch. Gepriesen sei der Fisch. Dein Volk wollte diesen Krieg, Jason. Du solltest einfach mal die Klappe halten. Okay. Was muss ich drücken? Mehr. Alles soweit okay. Mein Kater ist gerade nur ein bisschen krank. Indirekt krank. Er hat halt eine Wunde, die muss versorgt werden. Und ich mag das heiße Wetter einfach gar nicht. Ich bin bereit für Herbst und Winter. Ich hoffe, das stimmt jetzt nicht, was du geschrieben hast, Shin, dass dein Hund weggelaufen ist. Ich glaube nicht, dass Shin Frauen Kinder hat. Weiß ich nicht. Oh, die Tür ist offen, wunderbar. Ja, Herbst ist toll. Hast du den falschen Button geklickt? Ja, auch auf X. Kann er noch vergehen?
Und dann lass das. Mehr X, mehr X. Was hast du gerade gesagt, Emo? Jetzt können wir aufhören, sondern seinen Kragen zu lutschen. Oh. Drei, noch zwei für das Achievement. Ey, wir verkacken die Quicktime-Events fast alle schön, alles gut. Zum Glück hatten wir bisher nur einmal dieses Luftanhalten Quicktime-Events, das haben wir im letzten Teil nämlich so gut gemacht. Oh ja, geschafft. Das war beim letzten Mal richtig übel. Das war auf dem Schiff, war das. Ja, das Event ist ja auch weird. So. Oh. Also, du musst noch zwei von den Viechern umbringen, Steffi. Wie das Achievement. Klar. Ich will das Viech angucken. Bisschen mager, ne? Aber das geht schon. Hat auf jeden Fall keinen richtigen Penis. Aber ich muss Mario zustimmen, ich fände das auch gut, dass es bei dem Teil tatsächlich bei Monstern sind und nicht einfach nur irgendwelche Halluzinationen, die man hat, oder einfach nur Menschen, die dumm sind. Aber bei dem einen war es ja das Gas und dem anderen war es einfach nur der Typ, der nicht alle beisammen hatte. Ja, yeah, that's true, actually. Das ist der erste Teil mit wirklich tatsächlichen Monstern und Dämonen. Außer natürlich am Ende ist so einer wacht aus dem Koma auf oder so, das wäre natürlich witzig. Funny enough, ich weiß nicht mehr, was es bei Devil in Me war am Ende. Was? Devil in Me kenne ich tatsächlich gar nicht. Ja doch, ich habe Let's Plays geguckt, aber ich habe schon wieder die Hälfte vergessen, deswegen alles cool. Ja, aber das müssen ist wir noch spielen. Eine Krankenstation? Mhm. Oh, da hinten glitzert was. Könnte nützlich sein. Oh ja, nimm's mit. Also, gib's mir Mario. Ja genau, gib's mir. Wenn du 60 Jahre altes Dynamit einpacken willst, dann bitte. Ja. Oh, okay. Muss man haben wir. Yes. Kann ich hier wegspringen. Ah, Chemie. Hier gibt's doch Chemiewaffen, oder? Die Schlangenpenisse. Autopsienotizen. Große Mengen Blut im Magen. Analyse der Blutprobe zeigt hohe Adrenalindichte. Ernährt sich der Organismus von Angst? Jagt Opfer Angst ein? Adrenalin wird ausgeschüttet. Angriffe? Fragezeichen. Also einfach keine Angst haben. Gut, wunderbar. Tod ist tot, oder? Das ist wie bei S. Bei Pennywise. Ja, stimmt. Der hat sich auch von der Angst ernährt. Apropos Pennywise, als ich gestern spazieren war, habe ich auch einen Ballon gesehen, der einfach so rumgehangen hat. Das ist mir auch schon so geil, ich will jetzt im Wald sterben. Was immer da auch ist, die Forscher waren zuerst da. Da muss er aber rot gewesen sein. Er war so orange-rötlich, also nah genug dran. Das war der deutsche Pennywise. Denkst du, sie leben? Ja, dann wird er nicht lange rummachen, er muss Steuern zahlen. Das lässt hoffen. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Vor allem würde erstmal ein Formular ausfüllen. Haben Sie eine Genehmigung dafür, kleine Kinder zu töten? Wir finden doch mit Sicherheit noch die Brutmutter, ey. Das wäre doch so ein Alien-Ding. Das wäre auch lustig. So ein Alien-Isolation-Koop-Survival-Ding. So in diesem Stil, das wäre doch geil. Ne? Ohne mich. Kein Bock, mich ständig vom Alien zu verstecken. Apropos, Phasmophobia hat doch jetzt wieder mal ein Update bekommen, ne? Das stimmt, ja. Eigentlich sieht's aus, eine Runde Phasmophobia. September. Deine Frau? Da kennt man jemanden all die Jahre und kennt ihn doch nicht. Ich wusste nicht, dass er verheiratet ist. Ist das Arschloch von vorhin? Er hat's nicht geschafft. Ist okay für mich. Ein Bösewicht weniger. Es kommt der Tag, an dem du dein Verhalten bereuen wirst. Genau, Mario. Ich bereue nichts. Oh, das wirst du noch. Meinst du, das ist gerade nach oben gefallen? Das hätte er wenigstens der Frau wiedergeben können. Echt mal. Die kennt er doch nicht. Ja, ich habe auch immer gesagt, ich sage immer, dass der Typ Salami hat, so nein, Mario ist dran. Mario! Also, du weißt, was dein Eintritt ist. Einmal kurz schießen und dann gibst du wieder ab. Aber bitte nicht auf mich schießen. Das geht leider nicht. Außer es ist vorgesehen, dass ich das mache.
Ist das der Pornokeller? Oh ja, da unten macht gerade Harry Potter einen komischen Lusttrank. Ganz schöne Wundertüte hier. Die Lazarus-Grube. Das sieht nicht gesund aus. Nee, das sieht aus wie ein Herkules, in dem. Da gab's doch auch diese Suppe, in der die Seele dann schwamm. Oder ja. Was hältst du davon? Ich erinnere das eher an die Lazarus-Grube von Batman. Davon war nicht gut, deswegen nee. Siehst du das Aufzugskabel? Sie müssen runtergegangen sein. Ich bin nicht vom Film. Ohne Atemmaske würde ich da nicht runtergehen. Aber nicht mehr nach oben. Die Seilwinde sieht gut aus. Nein. Nein? Wir gehen da nicht runter. Die Archäologen saßen da fest. Was sagt ihr das? Wir sind keine Archäologen? Unsere Welt ist da oben und nicht da unten. Tja, eine Monsterarmee steht zwischen uns und da oben. Sie kommen. Starte es. Du spinnst. Die Vampire kommen garantiert von da unten. Willst du sie auf ihrem Boden bekämpfen? Das habe ich, seit ich in diesem Land angekommen bin. Bring den Aufzug zum Laufen. Oh boy. Oh ja, der Aufzug sitzt jetzt. Schaut ganz wurdig aus, gell? Fuck, warum war der im Nebel verpixelt? Das war nur der Nebel. Weißt du, was der Nebel so Schmutziges getan hat? Na. Sehr vertrauenserweckend. Sag ich doch. Vor allem, die gehen da einfach runter, die wissen nicht, ob der Nebel giftig ist oder sonst was. Und die werden gleich eh abschlüssen, weil irgendwie das Seil kappt oder so ein Ding. Auf der anderen Seite muss man sagen, was haben sie zu verlieren? Ihr Leben oder ihr Leben? Wurde aus seinem Schlaf erweckt und giert jetzt nach Blut. Super im Auftritt, Mario, übrigens. Wie viele die Schatten wohl verschlungen. Musst du überhaupt einen Knopf drücken? Nein! Aber ich bin wahrscheinlich danach noch weiter dran. Eine kehrt zum Licht zurück. Also das, wenn jetzt jemand anders kommt, dann denke ich mir so, Wut. Cutscene. Aber Eric. Zu dumm. Aber immerhin hat Eric dem Tod schon einmal ein Schnippchen geschlagen. Vielleicht hat ihn der Tod nun eingeholt. Hoffen wir mal, dass Sergeant K nichts Bedauerliches ereilt hat. Wen der Abgrund verschlingt, kann selten davon berichten. Und Jason und Salim, Erzfeinde, die das Kriegsbeil nicht begraben können. Außer das Beil ist im Rücken vergraben. Ich möchte ja kein schlechter Gastgeber sein, aber die Zeit arbeitet gegen uns. Ich warte dann hier, um ihre geretteten Schützlinge zu begrüßen. Oder um ihre Überreste zu vergraben. War ein Totenkopf. Oh mein Gott, gesehen. Dr. Der Herzen, wunderbar. Hast du das nicht letztes Mal auch schon? Irgendwie ich mache ja schon wieder bis zum Ende dabei. Mario, good job, du bist eine tragende Person für unsere Gruppe. Das spielt Disney doch gerade voll weg, ey. Einmal 3 Wochen zuvor? Okay. Camp Slayer. Schlechter. Himmel, Eric. Oft denn noch? So bin ich. So gehe ich damit um und ich habe es satt, dir das erklären zu müssen. Ja, das ist jetzt mein Leben und ich lebe es, wie ich es will. Halt, was war das jetzt? Jetzt nicht? Ja, es passt mir jetzt gerade nicht. Ich bringe nur die Akten, die Sie wollten. Nicht jetzt. Ich sagte nicht jetzt. Ich wollte Sie nicht ärgern. Ach, schon gut. Mir scheint, wir alle hier, wir laufen wohl alle vor was weg. Ich kann's bestimmt. Sie waren in den Checkpoint-Mist verwickelt. Die erschossene Frau. Schon okay. Ich bin für Sie da.
Es ist. Jeder scheint eine Meinung dazu zu haben. Ich komme damit klar. Auf meine Art. Ach ja? Sie haben genug Sorgen. Und wer auch immer das war, er klang, naja, wie ein richtiges Arschloch. Was immer es ist, Sie regeln das. Oder fragen Sie. Und ich helfe Ihnen damit. Mhm. Oh, hey. Ich hatte heute noch nichts zu tun. Wie kann das sein? Ganz kurz. Erster Spiel, das war die verarscheste Du-bist-dran-Situation, die du gebracht hast jetzt. Alter, ich habe ja nichts gemacht. Ja doch, du hast einmal A gedrückt, um zu bestätigen, dass du jetzt dran bist. Ja. Aber wahrscheinlich hättest du in der Szene was zu tun gehabt, wenn wir andere Entscheidungen getroffen hätten, weil dann die Situation anders abgelaufen wäre. Ja, yeah, maybe. Es ist trotzdem totale Verarsche. Das Spiel möchte einfach verhindern, dass du noch mehr Leute umbringst. Okay, mal gucken. Ob ich jetzt sowieso tot bin. Opferkammer klingt ja schon mal vertrauenserweckend. Jason, bist du da? Okay. Jetzt nur Nicole ist dran. Dann hatte ich genauso viel zu tun wie Mario. Ja, ich glaube eher, dass wir jetzt gleich aufeinandertreffen. Jetzt gegenseitig abknallen. Nick, ich dachte, du wärst tot. Ich dachte, du wärst tot. Na, fuck. Die Hand des Grauens. Also Kreuz hat nicht funktioniert, das wissen wir jetzt. Los, schnell! Zumindest sicher, dass da auch Kugeln nicht so helfen. Bist du dir sicher, Imo? Willst du es nicht nochmal versuchen mit dem Kruzifix? Ganz schön schnell für einen Zombie, du. 28 Days Later, Zombies. Da drüben! Wir wollen die Zombies gehen. An das Tor! Ja, gerannt. Mann, krieg ich meine Pause hier? Es kommt durch! Lauf! Los, los, los! Oh Gott, nein, so eine Atemsequenz. Imo ist der Einzige, der die Atemsequenzen haben darf. Er ist der Einzige von uns, der es kann. Weil ich das einmal hingekriegt habe. Ich hätte einmal zu früh gedrückt eben. Oh, da kommen jetzt noch ein paar Wetten. Oh, fick dich!
die ganze Zeit, ob dieser Zombie der Dude von ganz am Anfang ist, der das Medaillon da oben hatte, was die schon gefunden haben. Du meinst der mit dem Metallbart? Nee, der andere. So, der in seiner Metallmaske. Das könnte sein. Ist zumindest witzig. Das war haarscharf da hinten. Wir atmen noch. Das Glück hatten nicht alle. Hauptsache, dir geht es gut. Nur weggezogen. Wir haben so geknutscht. Wollte sagen. Müssen wir reden? Worüber? Über uns. Ich muss wissen, wie es zwischen uns steht, wenn ich heute sterbe. Wenn ich sterbe, will ich wissen, wo wir stehen. Für uns gibt es eine Zukunft. Eric war jetzt, wo mein Mann tot ist. Aber er ist fort. Ja, praktisch. Rachel. Ich will dich nicht verlieren. Jetzt nicht. Und nie mehr. Cool, macht's mit dem. Dann bleib dicht bei mir, Maureen. Ich gehe nirgendwo hin. Queen Bitch halt, ne? Ich will dich nicht verlieren. Jetzt nicht. Und nie mehr. Hat den Spruch nicht gerade? Genauso? Ich will dich nicht verlieren. Es ist Jason. Hätte jetzt den Schlager auspacken können. Wir sollten los. Suchen wir Jason. Jason. Mario. Mal gucken, ob du dich da mehr machen kannst, das einfach nur A zu drücken. Er fängt das jetzt gar nicht an, er hat keinen Bock. Er ist echt gespannt, was da unten ist. Mhm. Sind ganz schön tief unten, leck mir am Arsch. Diese grüne Wurzel, das hat auch sehr vertrauenserweckend. Ich hab schon viel krankes Zeug gesehen, aber das hier schlägt alles. Sie scheinen uns nicht zu folgen. Willst du auf sie warten, oder? Musst kein Klugscheißer sein. Gehen wir. Dachte, jetzt dreht er sich die ganze Zeit. Ist das ein sicherer Rückweg? Was zur Hölle war das? Ich finde es ein bisschen verwirrend, dass sie keinen Schatten auf den Boden werfen. Ach, jetzt auf einmal schon. November. Viele Funde belegen unsere These, dass der Tempel für Opfer genutzt wurde. Wir wissen, dass eine jahrhundertelange Dürre das Kardische Reich bedrohte. Selbe Dürreperiode, die auch das alte Königreich in Ägypten heimsuchte. Dürre führte zur Massenflucht aus vielen mesopotamischen Städten und lockte die barbarischen Stämme der Gutea aus den Bergen hinab, das Flachland. Es kam zum Krieg zwischen ihnen und den Akkadern. Ich würde da unten scrollen. Das ist ja nochmal aufheben. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Und soll ich zurückblättern mit dem anderen Stick, genau. Ah, mit dem Stick scrollst du, mit dem anderen blätterst du, okay. In diesem Tempel finden wir Belege dafür, dass man verzweifelt, Götter milde zu stimmen. Zugehörige von der R6, schwarzer Onyx, mesopotamisch, Ur, Dreizeit. Unschärfe waren ein Symbol für negative Energie und Unglück. Vielleicht aufgrund der Überzeugung, dass böse Uruk-Dämonen die Welt bevölkerten. R19, Stein mit Loch, mesopotamisch, Ur, Dreizeit.
Der Stein zeigt Figuren, die ein Sonnenfinsternis anbieten. Damit R6 bildet das Stück eine Sonnenfinsternis ab, die eine Katastrophe verursacht. R32, Ritualtreffe, undatiert arkadisch. Die Tonhafe zeigt einen Ausschnitt aus einem religiösen Ritual, der vom Priester getragene Stierkopfschmuck deutet auf ein Menschenopfer von Dienern hin. Wahrscheinlich, um die Zukunft aus ihren Eingeweihen zu lesen. Dies deutet darauf hin, nicht nur kutäische Gefangene ermordet wurden. R73, Schlachttafel, Tontafel mit einer kriegerischen Szene drauf. Die Kopfbedeckung der arkadischen Krieger legen nahe, dass sich um einen Kampf zwischen Arkadern und Gutäern handelte. Okay. Wohl von hier. Riecht nach Formaldehyd. Seit wann bist du denn Wissenschaftler? Lernt ihr Amerikaner nichts in der Schule? Wir sollten da wegbleiben. Das Ding sieht eher aus wie vergammelter Spinat. Papa hat nicht aufgegessen. Oh. Was lernen wir daraus? Den Spinat immer aufessen, weil ansonsten werden Vampire. Ansonsten entstehen Vampire, genau. Oder ich hab noch Spinat im Froster. Na, siehst du? Lass den bloß nicht schlecht werden. Irgendwie sieht er aus, als wenn er total schräg läuft. Er sieht aus, als würde er in die ganze Szenerie nicht reinpassen. Das sieht man halt leider voll. Sagen wir mal, wo das grüne Leuchten ist. Wobei, es könnte auch sein, dass das grüne Leuchten vom Boden kommen soll, angeblich. Also dann macht es Sinn, dass sie keinen Schatten darauf werfen oder zumindest der Schatten schwächer sein müsste. Naja. Wollen wir jetzt mal so stehen lassen. Überall liegt hier Müll rum. Randolph Hodgson. Vielleicht erfahren wir sowas Nützliches. Ihm half's nicht. Ah, scheiße. Sauber ausgetrennt. Mhm. Ich mir auch gerade. Fein säuberlich rausgerissen. Sexy. I'm sexy and I know. Du, 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 du. Aber er hat noch alle Zähne, also. Klaus ihm, klaus ihm. Ja, Zähne sind teuer. Schlechte Zeiten. Da kannst du bestimmt verkaufen. Ich finde es ein bisschen weird, dass die Textur auf einmal so low-res ist von dem Holz, an dem er dranhängt. Und das Ding und der Hintergrund sieht irgendwie aus, als wenn er gefühlt aus 3 Polygonen bestehen würde und dann war's das. Oh Gott. Weißt du, der Rest vom Spiel ist so super krass akkurat gemacht, doch die Gesichter von den Darstellern, aber dann da denken sie sich so, lassen wir die Azubis dran oder was? Ja, ich hatte so keinen Bock mehr. Nee, das wäre wahrscheinlich eher das Thema, dass sonst die Rechenleistung wahrscheinlich ein bisschen sich wird. Wieso? Dafür gibt's ja Level of Detail. Hör auf, die Leiche anzugucken. Ich hege ja eigentlich die Hoffnung, dass irgendwas passiert, weil das ist merkwürdig, nee, dass gar nichts passiert. Einfach nur umgucken. Guck, da leuchtet auch noch was, geht da hin. Manchmal wollen sie dir einfach nur zeigen, wie viel Mühe sie in das Spiel gesteckt haben. Oder ja. Guck dir der Boden, guck dir das an! Was ist das für eine Textur? Oh. Eine Uhr mit dem Porträt einer Frau darin. Toll. Muss seine Frau sein. Hat er jetzt gesagt, muss seine Frau sein oder muss eine Frau sein? Muss eine Frau sein. Nee, das der ist redet nein. Noch, der redet noch. Sorry. Ja, es ist ja vorbei. Habt ihr gut gemacht, Kinder. Eben noch ein Pimmel mit Micha Katzen. Ja, so gepackt. Ja. Also, da machen wir das einmal und da reiten die Kerle direkt drauf rum, gell? Natürlich.
Die wurde auch angekackt. That's true, I'm sorry. Ja, deswegen stinkst du auch so. Noch ein Papier. Dieser Tempel fällt, wenn meine Frau und ich unleserlich. Wenigstens das schulde ich ihr. Das Porträt, das ich mit meiner Uhr bei mir trage, zeigte Mary, die ich mich erinnere. Nicht dieses unleserlich. Das ist Mary. Es ist alles Lady Bradshaw's Schuld. Sie wusste von Anfang an, was hier unten war. Sie hat uns zu ihnen geführt. Vorhin stieß ich unten auf sie, über den ermordeten Leichnam von Huytens gebeugt. Als sie sich mir zuwandte, sah ich, dass sie sich verändert hatte. Ich griff nach der nächstbesten Waffe, einem eisernen Zelthering. Ich stach mit dem Metall auf sie ein und spießte ihr Herz auf. Bei ihrem Tod ertönte ein schreckliches Kreischen von tief unten, wie eine Antwort auf das vergossene Blut. Ja gut, spießt dich Herz, wissen wir, dass es funktioniert. Mary Shelley. And along comes Mary, Mary, Mary. Das ist Mary Shelley. Das ist die Frage, wer weiß, wer Mary Shelley ist? Die Autorin von Frankenstein. Ich wollte nur wissen, wer es weiß, nicht ja, gleich verraten. Nicht. You want more Mary Shelley facts? Ich dachte mir schon, dass Imo das nicht weiß. Ist das ein riesiges Maul oder what the fuck? Diese ganze Höhle vielleicht ein einziger Vampir? Aliens! Das sieht ein bisschen alienmäßig aus, ja. Aliens, ich wusste es. Es sind keine Vampire, es sind Alien-Vampire. Das macht sich besser. Es sind Space-Vampire. Ja, gleiche Frage. Vampires from outer space. Was ja denn trotzdem noch okay wäre. Weil das würde zumindest erklären, dass sie hier sind. Aber hey Mario. Ja. Um nochmal auf Mary Shelley zurückzukommen, weißt du auch, an welchem Ort sie ihre Unschuld verloren hat? Nein. Im Friedhof, im Grab ihrer Mutter. Ist nicht wahr, ob das stimmt. Angeblich ja. Das war so eine Gothic, die war gerne am Friedhof. Das stimmt. Was ist diese? Ja, schwierig. Ist das wirklich echt? Wir werden gerichtet. Gott bestraft uns für alle Fehler, die wir je gemacht haben. Sehen ist alles, was mir noch bleibt. Als uns meine Frau verließ, wollte ich, dass er alles hat, was ich nie hatte. Alleinerziehend. Muss hart sein. Schon. Aber... Hätte ich nie gesagt. Mein Junge macht mich sehr stolz. Er geht nach London. Zur Universität. Wenn er nur nicht klauen würde. Er fehlt mir so sehr. Weiter jetzt schubsen. Ist dein Gewissen rein, Jason? Nein. Die grüne Zone. Der Checkpoint. Welcher Checkpoint? Nick und ich wurden aufgehalten. Am Checkpoint hatte es schon mehrere Anschläge gegeben. Da war eine Frau. Sie hatte eine Tasche. Fuck. Red weiter. Ich sagte, sie soll stehen bleiben. Aber das tat sie nicht. Sie ging weiter. Ich musste was tun. Nick.
hat sie erschossen. Was war in der Tasche? Einkäufe. Verstehe ich nicht. Warum ist sie nicht stehen geblieben? Hat nichts gehört. Sie hatte Kopfhörer auf. Oder? Das ist Schwachsinn. Ich will hier keine Toten ehren. Mein Leben war komplett am Arsch. Ich wollte hier unbedingt dabei sein. Jeder hat seine Gründe, tiefgründig oder nicht. Tiefgründig, ja. Als die Türme fielen, war ich völlig bekifft, Mann. Ich habe erst eine Woche später davon erfahren. Tiefgründig genug? Ich weiß nicht mal, was zur Hölle ich hier mache. Du dienst deinem Land. Die Frau hatte Familie. Freunde. Und ihr ganzes Leben vor sich. Wir haben es mit einer Kugel beendet. Fuck, warum? Ich kann dich denken hören. Wir warten darauf, dass was passiert. Vielleicht sollten wir selbst dafür sorgen, dass etwas passiert. Was schwebt dir denn vor? Wir gehen da rein und tun ihnen irgendwie weh. Diese Dinger sind in unseren Köpfen. Sie wollten uns töten. Aber du und ich, wir stehen noch. Glaub dran, Salim. Wir kommen hier raus und sehen die Sonne wieder. Glaubst du denn wirklich daran? Hurra! Was ist das für ein Geräusch? Das Motto der Marines. Oh, dann bin ich jetzt auch ein Marine? Eins nach dem anderen, okay? Okay. Hey, was auch immer passiert, ich deck dich. Wir wollen ficken. Es geht nur so. Das war so klar. Sorry. Der Kleine noch bei dir in der Nähe? Ja. Der Nächste bitte. Nein. Oder nicht? Los, Mario, deck. Ja, mindestens mal ein paar tausend Jahre. Semper Fi. Yeah. Oh, Feuerwerk. Oh. Was ist das? Das sieht aber nicht nach einem Raumschiff aus, das sieht nach einer ganzen Stadt aus. Weißt du, wie groß das Raumschiff war, weil es auseinandergebrochen ist? Dieses schwarze Rippen komplett out of place. Ich tauche noch Ripley auf. Welche Ripley? Beide. Mutter und Tochter. Kunde, ich finde eine Möglichkeit zum Gegenangriff. Durchsuche das Gebiet. Suche das Gebiet nicht eigentlich das gleiche wie Erkunde die Gegend? Erkunde das Unbekannte? Nein, das ist ganz anders. Mario ist ein bisschen, bieneugierig, verstehe schon. Ah, okay. Das ist das Unbekannte da. Das da. Da, okay, alles klar. Der. Ach so, du meinst mich.
Fall ja. Bleib bei mir. Ich gehe nirgendwo. Bleib doch mal bei mir. Echt wahr. Hör mal auf deine Frau. Aber dass da was Leuchtendes war, oder? Das hatte ich drüben schon gesehen, keine Ahnung. Okay. Ich sehe auch das da hinten. Ih, das Öl. Tief unten sind wir wohl. Schwer zu sagen. Hier unten verliert man das Zeit. Ungefähr 5400 Fuß tief. Wirklich nur der als einzige gratis leuchtet da hinten. Ich finde es gut, dass man Raytracing Reflections einschaltet und die Charaktere dann nicht gespiegelt werden. Aber hatten wir Raytracing nicht aus? Für die Ambient Occlusion, ja. Okay. für den Crystal-Effekt, das einzige, was anscheinend funktioniert. Ohne Moos nix los. Oder lebt das? Oh, das sieht so tot aus, das Vieh da oben. Prometheus? Was von Prometheus? Oh, Prometheus. Sieht aus wie ein Sitz. Ist da richtig drin? Ja, stimmt, Tatsache. Ich erinnere das an diese South Park-Folge mit dem Vater, dass man sich. Gerade über das? Dass man sich in den Arsch gesteckt hat und dazu noch blasen musste, um es fährt. Hä? Okay, nee, kenne ich nicht. Du kennst so wenig South Park-Folgen, Emo. Ich weiß, weil ich sie meistens irgendwie ein bisschen dumm finde. Wie so eine Art Pilotensitz. Hab ich gerade dumm genannt? Ich hab South Park dumm genannt, nicht Leute, die South Park gucken. Ich mag die WoW-Folge von South Park. Nur weil er da ordentlich reinscheißt. Nur weil die einen Emmy gewonnen hat. Ich hab immer auch drauf, dass das ein Raumschiff ist. Salim. Finde ich auch irgendwie cooler. Du davon. Dieser Ort könnte schon seit tausenden von Jahren hier unten sein. Gott hat sie nicht erschaffen. Nein. Vielleicht sehen wir das von der falschen Seite. Was soll das denn heißen? Wir sind die Eindringlinge. Ja, haben wir rumschrauben, Mario. Ach, nee. Seh mal hier. So. Das wäre was mit Schrauben gewesen. Ja. Wie Musik. Da wo ich herkomme, wäre das keine Musik. Ein seltsames tragbares Gerät, das bei Berührung einen Fortschritt setzen die Kreaturen fortschrittliche Technologie ein, um akustische Geräte mit unbekanntem Zweck herzustellen. Eine Spirale. Okay, vielleicht nicht Musik. Eine Sprache. Vielleicht. Du hast die Mistviecher gesehen. Die sind nicht sehr gesprächig. Wir sollten sie nicht unterschätzen. Sieh dich nur um. Diese Dinger sind intelligent. Naja, zumindest die das Raumschiff gebaut haben. Ob die Generation, die jetzt noch da lebt, noch intelligent ist, wissen wir nicht. Naja, ich meine, wenn die sich jahrelang untereinander vermehrt haben. Ja, du kannst auch wieder rauf, okay.
Wäre halt gut, wenn er die Taschenlampe, wenn ich das draufhalten würde, der Typ. Ne. Sieht nach dem Hebel aus. Ja, und irgendein Vieh, was da oben drauf sitzt. Hm. Ein Analpiercing-Stuhl. Können wir mal so Salim, gleich 2-3 Minuten Pause machen? Sieh mal hier. So. Müsste mich mal auf Treue und mal die Katze füttern. Du hast ja sein Essen kontaminiert. Uralt. Es ist aber was zu trinken, oder? Oh, das Berührt. Mach du doch. Weichei. Oh. Oh. Ach, Mario, du hast verpasst immer. Doch, die falsche Taste gedrückt. Jupp. Hast du das gesehen? Und ob ich das habe? Die Kreatur ist versteinert. Sie muss Millionen Jahre alt sein. I'm fucked up. Yep, du bist jetzt auch so einem Vieh. Wer konnte da wieder seine Taste nicht drücken? Tja. Und guten Abend, Cat. Hallo. Hallo. Moin, moin. So. Ja, können wir mal dann kurz 2-3 Minuten Pause machen? Eine Pause. Ganz kurz Pipi-Pause, bis gleich. Ja, macht mal inne. So lange kannst du ja in die Kamera gucken, Imo. Hatte ich vor, aber anscheinend ist die gerade eingefroren. Cool. Gibt zumindest Threes. Jemand da? Ah. Ja. Ja, wir sind alle noch da. Ich bin auch wieder sind da. Nur die Mädels gegangen. So, guten Tag, Kinders. Da sind wir wieder. Ja, genau. Ja, keine Ahnung. Ich habe die Kameraeinstellung auch gemacht. OBS hat sich jetzt erstmal abgeschossen. War richtig gut. Mal online heute. Ey, ihr kriegt heute schon den dritten Stream. Mhm. Ja. Heute richtig Überdosis. Richtig, ich würde sagen, wir legen heute richtig los. Ja. Technik halt, wäre doch zu langweilig, wenn die mal funktionieren würde. Ja, wie geht's euch so? Jo, warst du schon mit Panzertape und Kaugummi, damit es wieder geht? Ich glaube, Panzertape und Kaugummi hilft da nicht viel. I wouldn't be sure about it. Ja, wie war denn euer Tag, euer Samstag so? Was habt ihr so Schönes gemacht? Cat, Ike, Knalli. Gut, Knalli hat seine Bude gestrichen, das weiß ich ja schon. Hat er eben gesagt, dass er 10 Stunden lange Decke gestrichen hat. Ich frage mich, ob du bei all den Kunstfehlern heute Nacht schlafen kannst? Was meinst du jetzt mit Kunstfehlern, Cat? Anstrengend. Ja, das glaube ich dir. Gute Frage, ob er dann schlafen. Er wird schlafen. One way. Rock. Und Nicole kriegt auch wieder ins Mikro. Hä, was? Oder kratzt gerade am Mikro rum? Ich bin natürlich, das ist Steffi, die da rumrandaliert. Und Nicole randaliert irgendwo im Hintergrund rum. Mein Wasser nicht neben den Laptop stellen müssen, jetzt habe ich pisswarmes Wasser. Bestes Art. Bestes Art, ja genau.
Die sollte auf Toilette gehen und nicht die Katze ärgern. Ich weiß nicht, wie das mit Frauen ist. Auch nochmal Ewigkeiten, der steht die ganze Zeit rum und starrt mich an. Ich geh jetzt pinkeln, die ist ja eh noch beschäftigt. Jetzt sollen wir den Stream unterhalten. Mein Rechner startet nicht mehr, obwohl ich ihn heute ein neues Netzteil verpasst habe. Oh no! Meine Tatze braucht halt auch Aufmerksamkeit, okay? Hast du die CPU auch mit Strom versorgt? Hä, was los? Hast du alle Stromanschlüsse angeschlossen? Weil ich erinnere mich, als ich meinen PC zusammengebaut habe, hatten wir auch alles angeschlossen, bis auf die CPU. Die hatte keinen Strom und da ist natürlich nicht viel passiert. Ja, das war schön. Lustig. Und wir dachten schon, es ist was kaputt. Jetzt ist Imo kacken. Okay. Hä? Penis. Was ist denn eben passiert? Der Stream ist abgestürzt. Ah, okay. Imo hat die Kamera ausmachen, dann war der Stream aus. Hast du die Lamster? Hast du die Lamster ins Laufrad gepackt? hast du auch Futter nachgefüllt, damit sie laufen? Hey, du größter Sack von allen. Guten Abend. Oh Gott, das Moin, mich Koi. Auf Koi. Moin, ihr Säcke. Moin, du Sack. So, alle wieder anwesend? Alle wieder anwesend. Koi ist alle auch da reingefüllt. Wunderbar. Kann ich mich ja wieder darauf begrenzen, dass ich spiele, wenn das Spiel weitergeht. Okay. Sorry, ich muss gerade kurz meine Stream Deck Software neu starten, als ich OBS beendet habe. So, okay. Hallo Koi Koi. Dein Rechner startet nicht mehr, obwohl du ein neues Netzteil heute verpasst hast. Den Speedschalter am Netzteil auf 415 Volt gestellt. Hast du die Hamster ins Laufrad gepackt? Ja, CPU ist angeschlossen. Speedschalter ist. Das ist am Anfang. Der ist noch echt gut erhalten. Oh ja, aber also er ist halt ein bisschen, also zumindest die Hälfte von ihm. Ist das krass? Schau ihn an. Die Rüstung. Totaler Methusalem, der Kerl. What the fuck? Das habe ich schon erwartet. Hast du das gesehen? Ich kann sagen, das habe ich auch erwartet, dass das passiert. Außer man hat schon am Anfang gesehen, die Pupille hat reagiert. Das ist unmöglich. An diesem Ort ist nichts unmöglich. Oh, Scheiße. Der war die ganze Zeit lebendig und sitzt hier mit halbem Kopf rum. Wow. Das ist langweilig. Nein. Hat sein Fleisch erhalten. Sein Gehirn. Was sollen wir tun? Er kann nicht so bleiben. Ja, nun. Er hat so Zeit, sich daran zu gewöhnen. Ich mein's ernst. Nein. Das lockt die Vampire an. Ich mache es. تحت الوقت في موتك schon krass. Man stellt sich das vor, du bist noch irgendwie lebendig und das 4000 Jahre kannst du nicht bewegen, kannst nicht reden. Gottes Willen. Kannst du da wieder gucken? Kannst du da wieder hoch? Nee, leider nicht, schade. Sieht aber unverändert aus von hier aus. I-Öl. Ich gehe davon aus, dass sie den auch nicht überarbeitet haben, die haben nur die Szene gemacht und dann haben sie es gelassen.
Aber das bedeutet, dieser Schleim hält theoretisch jung. Also eigentlich könnten wir den Schleim abernten und an die Beauty-Industrie verkaufen. Schon, ja. Der hält nicht jung, der hält unsterblich. Ja, auch gut. Das heißt, du weißt, wer das Zeug kriegen würde. Die Reichen. Ja. Wirkt alles wie ein riesiges Raumschiff, oder zumindest war es das mal. Ich sage, es sieht wirklich mehr als sowas aus, ja. Ich meine, zumindest möchte ich das glauben. Guck mal, Marius, hattest du die letzten Dinger immer nur so 5 Sekunden auf, jetzt kannst du sogar schon richtig lange rumlaufen. Und zum Thema degeneriert, da fällt mir District 9 ein. Der Film. Kenn ich. Die konnten ja auch mit ihrer Technik nichts mehr anfangen. Ja, eben deswegen dachte ich ja, nur das heißt nicht, dass die da rumlaufen, auch die sind, die das Raumschiff mal fliegen konnten. Schlägst du gerade vor, dass wir die Aliens einfach in deinen eigenen Distrikt sperren? Ja. In Johannesburg. Und sie total rassistisch behandeln? Ja, in Johannesburg. Alles klar, Cole, dann wünsche ich dir einen guten Appetit und viel Spaß im Lurk. Guten Appetit! Guten Hunger, gib mir was ab, vor allen Dingen, wenn es was Leckeres ist. Ich glaube nicht, dass sie was Unleckeres essen wird, das wäre schon ein bisschen weird. Ja, lecker ist aber für ihn was anderes. Ja gut, das kann sie ja nicht wissen, ob du das magst. Bitte nicht, was sie isst. Was isst du denn, falls du es noch hörst? Was Essbares. Wenn sie mir was dann sagt, dass du es nicht gehört hast. So Fischfutter. Tatsächlich, jetzt finde ich einer der. Das ist tatsächlich jetzt nur so der gruseligste Abschnitt, finde ich gerade. Weil halt nicht viel passiert. Salim! Was ist los? Jackpot, würde ich mal sagen. Jetzt weiß ich, was das ist. Das ist kein Raumschiff. Das ist. Das ist die Mountain Dew Produktionsstätte. Das ist dasselbe wie ich. Meinen Sie, das sind Kokons? Ja. Dann denke ich dasselbe wie du. Leise. Quicktime Events incoming? Okay, doch nicht. Musst du nochmal drüber laufen? Aber du bist still. Was hast du jetzt davon? Wollen wir sehen, was passiert? Ja, hast du. Fuck out and find out. Nee, warte, fuck around and find out, sorry. Ja. Ja, richtig gedreht. Hey, Hassfresse! Ich hab da was für dich! Oh, wo kommt er denn her? Ich
Ich geh Deckung! Los! Dann kam das sicher schon ein gutes Stück weit runter, oder? Du hast echt die verdammte Kavallerie! Dachte, du wärst tot. Noch nicht ganz. Das klingt nicht so gut. Hab einen toten Vampir inhaliert. Bin total high. Schön, Sie wiederzusehen. Ich werde euch alle fressen. Wahrscheinlich, ja. Gut, dass du hier bist, Mann. Nee, das hat nichts mit Arschgeige zu tun. Ich habe tatsächlich verfehlt. Die Dingsentscheidungen, die sind mit Absicht arschig. Nicht die Quicktime-Events. Ich bin unglücklich. Die Quicktime-Events, das war jetzt doof gelaufen. Einfach nur Marios alte, weil keine Reaktion mehr und so. Das hat nichts mit Arschgeige zu tun. Arschgeige spiele ich in Bezug auf die Kommentarauswahl eigentlich. Also bitte. Muss ich mich schon richtig stellen. Also nur Frosch. Ja gut, er hat sich dabei auch selbst umgebracht, wie wir sehen. Ja. Durch seine klugen Entscheidungen. Schon gut. Nee, das war ja jeweils das Quicktime-Event, weil ich verhauen habe. Stimmt auch wieder, ja. Eben war es der falsche Button und eben hat das X irgendwie nicht reagiert oder was auch immer das war. Ein Plan muss her. Wir machen die Biester fertig und hauen ab. Guter Plan. Sergeant K, was haben wir noch? Wir haben, 8 Magazine 556 FMJ, 3x40mm Explosivschuss, 2 9mm Pistolen und 4 Magazine. Das sollte passen. Oh, und ein Block. Composition C4. Da hätten sie mal das Zeug mitgenommen, was... Prinz Valium und Prinzessin und Vespa, ja. Ist alt. Ich bin ein Möter, halb Mensch, halb Köter. Es muss eben reichen. Keine Lunden, aber wir können sie mit dem C4 hochjagen. Hoffen wir, sie ballern noch gut. Die Vampire kommen aus diesen Kokons. Ihr habt die ganzen Dinger gesehen. Da könnten Tausende drin sein. Wir jagen sie hoch. Fackeln so viele Mistviecher ab wie möglich und dann zurück nach oben. Machen wir es so, Sergeant? Hurra! Ich lasse nicht zu, dass er eine Waffe hat. Da sind wir schon drüber hinaus, Ma'am. Wir kämpfen gemeinsam. Ja, jetzt auch erwischt. Wenn du noch den Verbandskasten hast, jetzt könnten wir ihn gebrauchen. Ist nicht sehr viel drin. Ich kann nur eine Person verarzten. Das wird verarztet. Keine Ausreden. Von mir hörst du keine. Danke, Kumpel. Unsere Forscherkumpel waren wohl auch hier. Wir sollten uns besser nach etwas umsehen. Die Rolle ist dran. Wie ging das denn noch mit der Taschenlampe? Sie hat keine Taschenlampe mehr. Mal die Frage, bei C4, steht das C nicht für Composition? Composition 4? Keine Ahnung. Du bleibst so verdammt weit weg von mir, wie es nur geht, kapiert? Ich spüre keinen Hass auf niemanden. Und du solltest das auch nicht. Hass ist das Einzige, was mich antreibt. Oh, der Zaudieb. Wie er zurückgeworbt ist, so süß. Opfer pflanzt Parasit ein, Parasit reift heran, wird stirb, Parasit übernimmt den Körper. Ja, klassisches System. Oh, ein Lied. Für Elise.
Ich über die musikalische Sprache dieser Kreaturen herausfinde, desto fieberhafter überlege ich, wie sie hierher gekommen sind. Sind sie den Tagen der Dinosaurier durch die Lüfte geglitten? Hat ihr riesiges Reich den Globus umfasst, als wir noch von Bäumen hagelten? Hangelten. Die sind runtergehagelt. Sind sie... sind sie jetzt tot? Ihre Form ähnelt der unsrigen, aber alles andere an ihnen ist dem Leben, wie wir es kennen, fremd. Die Konsole zeigt anscheinend eine Sternenkonstellation, Cetus, vor der Erde ausgesehen. Kamen sie von dort und haben die großen Weiten des Alls durchquert, um hier zu landen? Sie versucht, zurück nach Hause zu reisen. Wir haben ihnen den Planeten weggenommen. Aber auf Cetus waren wir noch nicht. Hier drüben. In dem Sternensystem. In dem Sternensystem. Noch. Ja, da waren wir bitte tatsächlich noch nicht. Ist doch keiner von... Achso. What the fuck? Die Tante ist doch tot. Ja, das ist eine Vorschau fürs nächste Spiel. Boah. Das ist ja auch der Dinger. Sind wir sicher, dass das klappt? Was zu knattern? Wird es. Ich hätte es früher sagen sollen. Tut mir leid wegen Eric. Danke. Lieb von dir. Rachel, ich will doch nur sagen, dass ich dich jetzt erst recht nicht verlieren kann. Wir schaffen es, ganz bestimmt. Gutes Selbstvertrauen, Marine. Wir wissen schon, beim nächsten Spiel wird einer durch Feuer ermordet. Was ist der Unterschied zwischen normalen zu Duplex-Netzwerkkabeln? Frag Knalli. Mario, du bist der Netzwerkarchitekt, ich nicht. Keine Ahnung. Ah, jetzt. Ziemlich hässlicher Husten. Nicht so hässlicher Gesicht. Aber du siehst echt nicht gut aus. Mir ist nur kalt. Rachel. Ja? Tut mir leid wegen Eric. Er war ein guter Mann. Das war er. Kann ich jetzt gerade leider wirklich nur sagen, Google. Komm, wir müssen es hier beenden mit unleserlich. Wenn mir noch genug Zeit bleibt, wird es meine letzte Handlung sein, dieses Tagebuch auf unleserlich. Vielleicht kann es als Warnung für jene dienen, die unleserlich. Die Knochen dieses Tempels sind blutgetränkt. Wir haben unentdecktes Gebiet betreten und etwas Uraltes und Böses aufgeweckt. Eine Blasphemie, die unbeschreibliche Form und Gestalt angenommen hat. Äonen haben wir als Kinder dieser Welt gelebt, nicht gewahr des Schreckens, der unter unseren Füßen schlummert. Nun haben wir blind die Tore zum Wahnsinn aufgestoßen. Ich habe Angst, aber wir müssen tun, was getan werden muss. Wir müssen diesen Ort für alle Ewigkeiten versiegeln, für die Menschheit. Mary, es tut mir leid. Warten wir auf irgendwas oder kommt da noch was? Ich habe nur sehr lange schwarz am Ende. Ich habe jetzt einfach mal random B gedrückt, keine Ahnung. Neue Ausrüstung, Spitzhacken, Seil, Sperrholzkisten, Bogenlampen, Brechstangen, Gasmasken. Wer auch immer dies findet. Was hat er davon? Geht es wirklich nur um diese Tafeln? Verzeihen Sie mir, ich habe das Dynamit sabotiert, um meine Kollegen daran zu hindern, diesen Tempel vor der Welt zu verbergen. Lady Hassanich gesehen hat mich zurecht hierher gebracht. Diese Kreaturen sind der Schlüssel zu unbegrenzter Macht. Hier liegen Geheimnisse verborgen, mit denen die Menschheit nach den Sternen greifen könnte. Vielleicht sogar die Unsterblichkeit erreichen. Bitte schützen Sie diese Ruinen und nehmen Sie mir meine Taten nicht übel. Ich diene nur der Zukunft. Ja, nö, ist klar. Unrecht hat er nicht. Ganz unrecht ist es nicht. Das stimmt. Aber mit der richtigen Ausrüstung da unten reingestürmt ist das kein Thema.
Ja, das Duplex für ein doppeltes Kabel steht, ja, aber ich weiß ja nicht, in was für einem Kontext, was das wiederum bedeutet, dass es dann irgendwie, keine Ahnung, doppelt so schnell ist wie ein normales Netzwerkkabel. Aber wenn man zwei Dosen setzen will, okay. Etwas geben. Eine Sprache aus Akkorden, Tonleitern, schallbasiert. Mary spielte Klavier. Sie hat es entschlüsselt. Sie dachte, die Gravuren stehen für Sterne. Siehst du? Das ist Cetus, der Wal. Wir sind weit weg vom Nachthimmel. Es ist ein Rätsel. Dem Tagebuch nach hatte das Gerät nur eine einzige Tonleiter. Mary hatte sich's allein angesehen. Es könnte eine weitere geben. Ich brauche deine Hilfe. Was kann ich tun? Diese Konsole muss von zwei Personen bedient werden. Hat echt was von Prometheus. Die Optik. Das ist unglaublich. Mary glaubte, dass die Kreaturen einst friedlich waren. Ihre Sprache war Musik. Wie könnten sie da nichts fühlen? Dann geschah eine Tragödie. Ihr riesiges Reich ging unter. Ihre Musik verstummte und sie bekämpften einander. Was ist passiert? Eine Krankheit? Wahnsinn? Wir wurden aus den Architekten Killer. Was es auch war, es hat sie verändert. Jetzt sind sie voller Hass. Tiere, tote Wesen. Keine Opfer übrig. Sie schliefen und warteten. Und zwar auf uns. Ist dieser Scheiß glaubwürdig? Ich weiß nicht. Aber die gute Mary hatte mit einem recht. Hier gibt es nur noch Böses. Und jetzt los. Rösten wir diese Mistviecher. Ah, Steffi. Verkack nicht die Quicktime-Events. I try. Timo ist dran. Hey, Pipi. Siehst du, was ich sehe? Das besteht alles aus Kokons. Tausenden davon. Legen wir den Sprengstoff dort. Verbrennen sie. Shit, sie schlüpfen. Wir müssen hier weg. Schnell. Okay, aufgepasst. Wir haben viel eingesteckt. Brüder verloren. Sogar unseren Colonel. Aber jetzt wird's Zeit, uns zu rächen. Schrei halt noch lauter. Wir bringen überall an den Gebilden Sprengstoff an und benutzen dann die Fernzündung. Sobald das Zeug hochgeht, machen wir, dass wir wegkommen.
Mit etwas Glück rösten wir nicht nur ein paar Vampire, sondern lenken auch welche ab. Wenn wir hier sterben, nehmen wir wenigstens ein paar dieser Viecher mit. Okay. Wer platziert das Dynamit? Ich würde sagen, Salim steht nicht überzeugt. Tja, Steffi, du platzierst das Dynamit. Ach, scheiß drauf. Ich mach's. Ja. Oh, du spinnst. Wir machen's zusammen. Nee, die sehen uns. Wenn noch mehr von uns da unten sind. Nimm den Zünder, falls ich es nicht schaffe. Nick? Hör zu. Falls ich's nicht schaffe, musst du die Dinger hochjagen. Aber ja nicht zu früh dann rumfummeln. Du bleibst immer in Funkkontakt, klar? Und wenn ich keinen Empfang habe? Gebe ich ein Leuchtsignal. Wenn du das siehst, drückst du den Zünder. Sei schnell und vorsichtig. Verstanden, Kumpel? Du wirst zu sterben. Da ist was Glänzendes, nimm's mit. Soll ich ihn gucken? Ja. Drauf. Mit A, glaube ich, dann oder so. Schwer zu erkennen. Ah. Okay. Zurück. Was sind das für Maschinen? Wo ist der Dude hin? Keine Ahnung, ist jetzt ein Problem von ihm. Ach Gott, ja. Geht das nicht aus? Wow. Steffi, beim nächsten Teil nehmen wir einfach nicht mehr die Frauen. Oder so. Ich hatte eh keine Frau. Ja, aber auch die Frau kommt ja super selten dran. Von hier sieht alles frei aus. Wo lang? Links, rechts. Wir sehen keine Bewegung. Entscheid du. Oh Gott. Ich gehe nach links. Das wäre jetzt so. Oh mein Gott. Das wäre jetzt so eine geile Sache, wenn das eine Twitch-Integrierung hätte. An der Stelle, dass du es direkt voten lassen kannst. Die haben alle andere Dinge zu tun, als zu voten, sind am Mampfen und sich mit Abelang unterhalten. Oh Gott, nicht schon wieder so ein atmungsaktives Ding. You can do it. Das andere vielleicht noch, da habe ich noch ein paar Quick damit, wenn es dich verkacken kann. Wunderbar. Ist das krass. Wird langsam brenzlig da unten, Bruder. Lass den Rest vom Sprengstoff liegen und komm zurück. Seh dir das an. Der Jackpot. Das ist zu weit. Und sterb. Imo ist heroisch. Das
sagen, wir sehen Emo jetzt gleich sterben. Aber ein Emo, der kann es schaffen. Das ist viel zu einfach. Mhm. Oh nein. Oh nein. Oi, Emo. Was ist denn? Es sind zu viele. Die töten ihn. Oh, Herr im Himmel. Wow. Halt. Was bringt es, ihn zu warnen? Es gibt keinen Ausweg. Jagen wir in die Luft. Hey, wie sieht's da oben aus? Du weißt, er schafft es nicht. Lass ihn seine Arbeit tun. Er wird das Ende nicht kommen sehen. Alles frei, Nick. Du kannst los. Du lügst schon wieder. Sie kriegen mich, oder? Ja. Tut mir leid, Nick. Wie schon gesagt, keiner hat den Mumm, Klartext zu reden. Halt einfach den Zünder bereit. Wartet da weiter und das kriegt ja im Moment, macht aufgrund der Aktion von der Figur auch keinen Sinn. Sprengstoff platziert. Weitergegangen. Ich bin unser Held. Schon verkackt. Toll, jetzt hast du zwei Liebhaber verloren. Antworte, verdammt! Komm schon, Bruder, sag was! Tut mir leid. Hier schon ein bisschen schwarze Witwe. Ich würde sagen, jeder, der ihr Lover ist, hat eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit zu sterben. Also eine zukünftige männliche Belegschaft werdet nicht ihr Freund. Ihr werdet sterben. Höchstwahrscheinlich. Also natürlich, Nick ist so ein krasser Ficker, dass er es doch noch überlebt. Oh shit. Oh. Ich wieder Buttons klicken. Wahrscheinlich kommt jetzt der Dude, der liegt da ja. Ich höre dich! Deine Position? Bin 200 Meter vorm Ausgang. Kurs 320. Bin verletzt. Ich brauche Hilfe. Hm.
Ja. Wärst du nicht gegangen, wäre das wahrscheinlich nicht passiert. Was? Halt euch, Sergeant! Willkommen! Oh nein, jetzt kann er uns nicht mal mehr warnen, dass wir nicht kommen sollen. Meinung bin ich auch, Alk. Imo, der krasse Überficker. Du hast dein Schicksal abgewendet. Hm? Ja, das wäre die Szene gewesen, die dir das Genick bricht. Ja, eigentlich schon. Nee, das wäre sie nicht, weil es hat nicht gebrannt gehabt. Das hat auch im Hintergrund hat es nicht gebrannt gehabt, aber ich war mir nicht sicher, ob es so nicht gesehen hat, weil es halt relativ grau war. Vielleicht wäre es ja die Option gewesen, wärst du nicht weitergegangen. Der war ja schon hinter dir. Weißt du? Kann auch sein, dass ich jetzt so wie die Eigenschaft aggressiv bekomme und dann dadurch ein bisschen kämpferischerer war. Ich hab mir eine große Mama gewünscht. Like Mama-Alien. Mario! Alter, meine Hände sind so übelst am Schwitzen. Ich laufe geradeaus. Also aus jedem Loch und auch Löcher, die ich gar nicht habe. Was war's? Und ich wusste, dass sie existiert. Sieht aus, als ob hier gleich alles einstürzt. Salim! Er lebt noch! Salim, komm schon! Hörst du mich? Wen umzingelt? Ich stecke in der Klemme. Vampire! So viele Vampire! Tja, Mario, lässt du ihn sterben oder hilfst du ihm? Zurückgehen, sterben wir auch. Du willst ja wohl nicht dem Arschloch helfen, das Eric getötet hat. Lass es sein. Er gehört nicht zu uns. Hörst du mich, Salim? Falls ich es nicht schaffe, sag meinem Sohn, ich habe alles versucht. Falls du überlebst, sehen wir uns nachher wieder. Viel Glück. Ja, Salim ist damit raus. Juhu. Warte, was ist das jetzt? Das sind die Entscheidungen. Bleiben aber Feinde, Jason, entschloss dich. Kannst du das irgendwas auswählen? Nee, das ist nur die Übersicht, die wir getroffen haben im Verlauf des Spiels. Ach so, und jetzt kommt ja. Das Ende. Ah, okay. Groß, Semperfy. Das sind quasi immer, wenn der Weg aktualisiert wurde. Okay. Oh, Mario, genau. Boom. Ja, weil das sonst nie aufgegangen ist, das Ding. Ach so, er hat gerade die Taste RB gedrückt, deswegen. Ey, richtig. Ah. Zum Thema Boo, Mario, Boo. Ich hab gesagt, ich spiele die Arschlochrolle. Ist okay, ich hätte mich selber auch zurückgelassen. Arschlochrolle? Du hast die Pussyrolle gespielt, das ist was anderes. Was du gerade denkst. Ich wette, es wird mir nicht gefallen. Es ist nichts. Lass uns verdammt nochmal abhauen. Oh Gott! Ach nee, warte, Steffi! Oh Gott! Oh Gott! Oh die Quick-Time-Events! Quick-Time-Events! Yeah, eine Menge davon! Yeah, that's gonna be dangerous. You can do it! I'm not so sure about that. Ich sage, es muss rot sein. Einfach nur rot. Ja. Nun muss sie auf den Kopf ziehen. Es muss einfach nur rot sein. Mehr musst du nicht machen. Fuck! Brust! I tried! Ach,
Mach sie doch nicht nervös, Mann. Versuch ihr nur zu helfen, wenn sie unentschlossen ist. Ich bin nicht unentschlossen. Wohin das gute Brecheisen? Das ist gut. Das hätte mein Schüler werden können. Gutes Material, das Brecheisen. Er hätte mein Schüler sein können. Bevor es kein Wimmelbild ist, dann kannst du das Brecheisen genau einmal benutzen. Danach ist es plötzlich auf magische Art und Weise verschwunden oder gebrochen. Ja. Aber das ist ja kein Wimmelbild. Guck, er hätte ruhig auf mich warten können, aber nein. Wehe, ihr lasst jetzt noch Sanem sterben. Oh Gott, dann verlieren wir Ike. Ja, toll. Toll, jetzt wow. Wow. Ana kunt morav fel nasakh fik. Kasse dich, Mario. Wow, alles umsonst. Gut gemacht. Das hätte nicht sein müssen. Nicht wir, es ist Marios Schuld, und zwar wirklich komplett seine. Nee, es ist nicht witzig, Mario, das ist scheiße. Er hat bis zuletzt gekämpft, um zu ihm heim. Ja, ich hab's vornherein gesagt, ich spiele das Abschluss. Ja, aber man muss doch trotzdem nicht absichtlich alles sabotieren. Er ist schuld am Tod meines Mannes. Es ist Krieg! So läuft der Scheiß nun mal! Heute sind genug Menschen gestorben. Ab jetzt stirbt hier keiner mehr. Wir haben Steffi umgebracht, ab jetzt stirbt keiner mehr. Das heißt nicht, dass ich sabotiere, sondern das heißt, dass ich immer die negative Option nehme. Und Arschloch. Das Sabotieren herausläuft. Ja. Hier lang! Schnell! Ich glaube, Ike ist gerade echt ein bisschen angepisst. Ja, Ike. Ich muss sagen, ich finde es auch irgendwie doof, dass Sanem jetzt tot ist. Wie gesagt, das mit Eric hätte ich eigentlich auch nicht gewollt. Los, Lieutenant! Ich wusste halt nicht, dass er trifft. Ich konnte ja nicht mehr ziehen. Harris! Shit! Mario! Kriege ich das Salem-Achievement nicht mehr? Das musst du eh nochmal durchspielen, wir haben ja einige Dinge. Verdammt! Ich hätte sie und ich will eigentlich nur verhindern, dass der Eric noch drauf geht und dann Sanem drauf geht. Das ist alles, was ich verhindern würde. Nix schon oben, oder was? Ich hab uns alle umgebracht, als sie Luft fliegt. Wir werden es sehen. Ah, ich hab wahrscheinlich die Welt verflucht. Wenn ich rauskomme, dann ist es vorbei. Ich
stimmt schon, er ist ja quasi infiziert. Hm. Wobei der Nick ist ja, den, aber wobei Nick ist ja auch. Und Nick ist ja verletzt. Ja, aber dem weißt du auch nicht, ob er nicht irgendwas sich reingezogen hat. Null Fuß, wir sind wieder oben. Also erstmal kotzen. Mein er ist ja auch verletzt. Weil ich schnell im Blut gebadet, wer weiß, was die alles sich infiziert hat. Wie haben wir das bloß überlebt? Geht es euch gut? Noch bei mir, Kumpel? Hier sind zwei Lebende. Marines, die verdammt gern nach Hause wollen. Wir verbrennen jetzt gleich, das war übel. Mailman 2-1 an Coyote 2. Empfangt ihr mich? Hier spricht Coyote 2. Bestätige. Evid wird vorbereitet. Ankunft in 5 Stunden. Warten. Over. 5 Stunden. Ja, 5 Stunden, Mensch. Gehen wir doch nochmal runter. Improvisation führt zum Sieg. Wir haben es echt geschafft. Echt erstaunlich, wie hell es hier ist. Hallo, Sonne. Bin ich froh, dich zu sehen. Ich brauche eine Dusche, frische Klamotten, mein Bett und ein kühles Bier. Ja, keine Trauerunterstützung. Oh. Die Sonne in Finsternis. Nein, nicht nochmal. Wieso nicht nochmal, hä? Überraschung! Nicole, Quicktime-Event incoming! Rein da! Los jetzt! Rein! Wenn wir hier bleiben! Wenn das Ende gewesen wäre. Ah, der Schacht, der unter dem Teppich ist. Sofort alles abriegeln! Das ich nehme doch einfach das Koks und dann ist gut. Ich würde sagen, da war doch diese komische Klappe. Wir müssen eigentlich nur warten, bis das Finsternis vorbei ist, dann sind die alle Asche. Wie lange dauert so eine Finsternis? Weiß ich nicht, ich habe keine Ahnung davon. Kontakt! Das ist der Dark Pictures Survival Mode. Du musst in dem Haus aushalten. Es kommt nur wieder Wellen. Das ist mein Arm. Alter, wie fest soll ich denn noch da drauf drücken? Nicht fest, einfach nur schnell. Goodbye. Ja, jetzt bin ich auch tot. Das war eigentlich ja voll gefüllt, das A. Nicht ganz. Die hat einmal kurz losgelassen, dann ist es wieder runtergegangen. Moni, fast leer! Moni, fast leer! Gibt es nichts Besseres zu sagen? Scheiß drauf! Muss eben reichen! Ey, ganz ehrlich, Imo, ich weiß nicht, wie schnell ich noch drücken soll. Das ist scheiße.
Ja, Koi, sorry, aber mehr wie mein Gamepad vergewaltigen kann. Ja, gut, weil ich dafür jetzt ja auch noch nicht spielen. Genau. Ich hätte die Blut. Der Charakter wechselt theoretisch. Mhm. Du hast ja keine mehr da. Leben. Nö, bei den anderen klappt's ja, Koi, nur bei mir nicht. Keine Ahnung warum. Das hat gestern, das hat beim letzten Mal, als wir gespielt haben, auch schon nicht funktioniert. Kann auch an meinem Gamepad liegen, ich weiß es nicht. Das ist genauso, ich drücke die richtigen Tasten und trotzdem zeigt er sie jetzt falsch an. Mario ist der Einzige, der noch lebt. Das ist so deprimierend. Mercy Hospital. Ich weiß. Mailman 2-1 Extra. Hab euch im Blick, bereit zur Evac. Auf. Viecher sind, dass das normale der Welt wäre. Jemand hat überlebt. Rückkehr zur Basis. Gut, die Fragen kommen erst danach. Ich meine, jetzt schon dieser Spruch, jemand hat überlebt, jetzt hätten sie schon damit gerechnet, dass da keiner mehr lebend rauskommt. Und wahrscheinlich hatten sie einfach nur vor zwei Tonspuren aufzunehmen. Einmal jemand überlebt und das hat keiner überlebt. Sie wollten nicht nur fünf verschiedene Tonspuren aufnehmen. Nächstes Mal spiele ich mit Maus und Tastatur, ey. Gut, das nochmal, diesmal müssen wir alle überleben. Weil einer stirbt von vorne an. Aber es ist doch scheiße nervig. Mein letztens hat sich sogar random mein Gamepad einfach ausgeschaltet. Was soll das denn? Ja, stimmt, dass du in der Blutgruppe warst. Der Feind meines Feindes ist mein Freund. First Lieutenant Kolchek war ein richtiger Augenöffner. Er hat sich mit seinen Dämonen arrangiert, die ihn verfolgten, und einen unerwarteten Freund gefunden. Ich hab das Ding am PC, eigentlich. Da kann keine Batterie leer gehen. Wähle ich nächstes Mal eine etwas wohligere Geschichte. So wohlig, dass sie nachts noch schön durchschlafen können. Doch was sie auch sein wird, der Abschied wird Ihnen schwer fallen. Bis zum nächsten Mal. Sie kennen den Ausgang. Wie gesagt, wenn ich laufe und mich umschaue und so, funktioniert ja alles. Aber sobald die Quicktime-Events kommen, ist dieses Gamepad komplett nutzlos. Ich habe die Y-Taste eben verprügelt und es ist nichts passiert.
Bist spät dran und siehst scheiße aus. Ich hab einen Nachtflug hinter mir. Was denkst du denn? Guter Flug? Scheiß Film, scheiß Essen, null Beinfreiheit. Musstest hinten sitzen? Neben den Klos. Schön. Der Kaffee war nicht übel. Echt leckere Muffin. Bericht und gewesen? Ich bin bestimmt mutiert. Wie läuft es mit dem Analyse-Team? Das ISG-Team erlitt Verluste, aber es war kein totaler Reinfall. Mussten nur ein paar vom Boden aufkratzen. Die Ärmsten. Und die Kreaturen? Sowas haben wir noch nie gesehen. Coldjack Jason, First Lieutenant, Marine Force Recon. Beste der Besten, was? So wird er angepriesen. Fuck! Wie oft soll ich Ihnen diese Geschichte denn noch erzählen? Ich verstehe. Aber Sancom ist besorgt wegen der Normarbeit. Welche? Die ganze Mission war nicht normal. Warum haben Sie sich denn mit dem Feind verbündet? Sie waren nicht da. Die haben uns massakriert. Mir war es scheißegal, wer es war. Wir brauchten jede Unterstützung. Und ich hab mich nicht mit dem Feind verbündet. Ich hab ihn sterben lassen. Und Sergeant Kay? Nikki hat's nicht geschafft. Lieutenant Kolchak? Ein übler... Er verwandelt sich jetzt und frisst sie alle auf. Der Bericht kam gerade zurück. Auf unseren Helden wartet keine rosige Zukunft. Wie lange hat er noch? Hoffentlich lang genug für die Experimente. Sie haben sich mit einem irakischen Soldaten verbündet? Republikanische Garde, falls man es glauben kann. Habt ihr seinen Leichnam? Sag her. Der sagt uns nicht viel. Was zur Hölle ist das? Hat wohl echt hart um sein Überleben gekämpft. Pack's ein. Es soll ja sauber sein für die Untersuchung. Das Analyseteam sichert noch Proben am Ort des Geschehens. Das heißt, sie waren jetzt auch da unten. Sie hatten Dynamit? Wir wissen nicht, woher sie es hatten. Na schade, seine Aussage hätte wertvoll sein können. Für mich gerade so, als hätten die ganz genau gewusst, was da unten abgeht. Das ist ja damals mit Winter. Und ein paar Vollidioten gebraucht, die da mal runtergehen und gucken. Ah, und hier ist Colonel Eric King, unser Genie vom Dienst. Mit sowas hat er wohl nicht gerechnet. Die waren verheiratet? Naja, nur noch auf dem Papier. Im Bericht steht, er wurde erschossen. Ist ja Kriegsgebiet. Wenigstens ein normaler Toter. Schuld daran ist Kalos. Es hielt den Tempel für Saddams Waffendepot. Beschissenes System. Das stimmt so nicht. Für uns war es ein großer Fund. Glückstreffer. Ist das dein Verständnis von Glück? Sie hat es als eine der wenigen nach oben geschafft. Es war knapp. Sie hätte auf den Wetterbericht achten sollen. Kennst du ihr Profil? Ja, sie hat's weit gebracht. Wenn das nicht passiert wäre. Bleibt es bei nächsten Sonntag? Janet macht Feuertopf. Na klar, bleibt es dabei. An den Job werde ich mich nie gewöhnen. Warum solltest du? Zumindest war's örtlich begrenzt. Ja, dieses Mal. Also. Was hältst du von all dem? Das ist unwichtig. Es ist nur wichtig, den Informationsfluss zu kontrollieren. Die Weltöffentlichkeit wird nie davon erfahren. Aber wir haben es doch gerade erfahren. Schade, ich hätte mir irgendwie gewünscht, dass da einer von denen wieder lebendig wird. Ja, oder zumindest Mario. Die Aufnahmen. Ich meine, Mario, du wolltest doch alle töten. Warum hast du es nicht gemacht? Und dann das diese normal, Musik, Toy. Ja. Das ist normal. Das bei ist Horrorspielen wie, oder Trillern. Das wollte sagen, das ist wie bei diesem Horrorfilm, wo die Teenies am Ende dann im Auto sitzen und irgendwie plötzlich der normalste Mensch in der Welt sind, gar keine Traumata davon tragen, auch noch lächeln und grinsen. Ich hab's überlegt.
Ich meine, es gibt viele Horrorfilme, die sind richtig blutig, gruselig halt nicht, richtig blutig und danach so am Ende so eine Heavy-Metal-Band, die das Ganze verabschiedet. Ich würde das gerne nochmal spielen, nur dass alle überleben. Erstmal müssen wir jetzt noch Devil in Me. The Devil. Vor allem nur, wenn ich damit mal auf Tastatur spielen kann. Das Game, das ist scheiße. Und dann können wir die Reihe nochmal von vorne anfangen. Ich bin gerade echt mega frustriert deswegen, ey. Du prügelst auf deinem scheiß Gamepad rum und du passiert einfach nichts. Nochmal, aber diesmal denn gut. Also ohne Mario. Wenn's mal kühler ist, Leute, dann spielen wir das mal nochmal durch. Und man nicht hier dran stirbt, wenn man seinen Rechner anhat. Ich glaube, meine Sachen sind mittlerweile mit mir verschmolzen. Hier wird sich tanken, kostet der Willen nie, Alter. Morgen zumindest. Weit günstiger, 15 Euro günstiger als auf Steam. Das ist richtig. Query kann man auch höllisch viel verkacken. You wanna know what it means to be a killer? Think of the most profound thing you've ever done. Ja, kleine für den nächsten Teil. The most beautiful thing you've ever created. Fuck. And I promise you, it's nothing compared to watching the life bleed out of someone. To see the fear in their eyes. To feel them pawing at you for release. To hear them pleading, begging. That's true art. That's what you have to be. An artist. I've left my mark on the world. Have you? Und mit The Dark Pit können auch so einen guten Escape Room Thema machen. The Devil in Me, das sieht ja schon richtig übel aus. Jetzt will ich es umso mehr. Vielleicht schaffen wir mal ein Spiel, ohne zu sterben, was haben schwer ist. Achso, haben wir doch. Aber nur ein Charakter hat das Finale überlebt. Yay, ich habe eine Errungenschaft dafür bekommen. Bis zum Ende dabei. Ja, Mario. Du spielst Mario halt einfach richtig hart weg. Durch die Bank weg immer dieselbe Auszeichnung in allen drei Ecken. Steffi ist ja, sich der Bücherwurm. Immer noch. Ja. Hör doch endlich mal auf, deine Nase. Was heißt denn Dist? Ist doch das Beste, was dir passieren kann, bis zum Ende dabei zu sein. Okay, ich kann nicht klicken. Gott. Irgendeiner von euch hat die Steuerung, ich bin's nicht. Wer hat zum Schluss gespielt? Ich auch nicht. Mario hat zum Ende gespielt. Nee, ich kann aber auch nichts drücken. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Doch, ich kann drücken. Ich war bloß nicht auf dem Screen. Ja, ich kann mir vorstellen, wenn Salim nach oben kommt und wirklich überlebt, dass er seinen Sohn wieder sieht. Das wäre das Beste, was er mit dem machen könnte. Ich bin halt richtig angepisst. Ja, nicht nur der. Ja. Was sagen wir, hätten es ja eigentlich geschafft, hätte ich nicht. Ich hätte mich nur an einer Stelle anders entscheiden müssen. Naja, und jetzt am Ende halt, die hätten sie auf Salim einfach nur warten müssen. Dann hätten wir das jetzt sogar hingekriegt. The Devil in Me kostet auf Fanatical gerade 17,99. Auf Fanatical ist das so viel günstiger, ist ja krass. Warst du einfach mal 22 Tage. Geht aber auch nur noch einen Tag und 16 Stunden. Ne, 16 Minuten. Ein Tag, 16 Minuten. Wir müssen ja keine Hektik machen. Sehr teuer. Doch, wir zocken das jetzt alles durch. Was denkst du denn? Ach, zack, zack, zack. Nächste direkt hinterher. Oder willst du schon ins Bett? Also Query ist halt sagen, richtig also, teuer. Wenn wir das jetzt eh nicht sofort weiter durchziehen, dann ist ja eher die Sache, ob wir dann vielleicht noch auf den Halloween-Sale warten, ob dann das nochmal, ob die dann im Angebot sind nochmal ein bisschen besser. Ich habe besser verstanden und das war's.
Installiert dein Discord doch mal neu, ey. Was soll das? Du hast bei mir auch abgehakt gerade. Guten Tag. Ja, The Quarry kostet bei Fanatical immer auch, also halt auch 52 Tacken. Aber Mario, wir können ja auch mal ein Spiel ohne dich spielen. Nee. Da ist wieder Mogga günstiger. Da kostet die Deluxe Edition The Quarry gerade mal 20,99 statt 69,99. Hey, let's go weiter! Ein anderer McCoy. Lässt uns aus dem Spiel raus? Das ist niemals. Könnte doch einfach gehen. Ja, dann geh ich halt. Ich will das Spiel wirklich beenden. Wer beendet hier das Spiel? Ich bin's nicht. Ja, Mario, wie gesagt, der hat ja immer noch die Steuerung. Klack, 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 alle rausgeworfen. Ja gut, was machen wir jetzt? Welches Ende hast du jetzt eigentlich bekommen? Kann nur einen geben, nur ein Charakter das Finale überlebt. Ja. Wir haben gerade mal 4 Errungenschaften gemacht. Ich hätte ja gerne noch was bezahlen und den Viechern gehabt. Er hätte nämlich nur 5 von den Viechern erstechen müssen und 3 hatten wir schon. Beziehungsweise ja, gesagt, wahrscheinlich sogar 4. Wir müssen es halt einfach. Dann halt Quarry. Quarry. The Quarry. So Quarry. Quarry. The Quarry. Okay, wir sollen es nochmal spielen. Alles klar, let's go. Die nächsten 6 Stunden müsst ihr dann aber auch alle hier bleiben, wie einer von euch geht. Und sobald einer stirbt, fangen wir von vorne an. Boah, nee, also nicht für raus. Muss eigentlich der Lütte da? Okay. Eigentlich, bevor wir das jetzt das nächste Mal spielen, müssen wir eigentlich erstmal nochmal die anderen spielen. Beziehungsweise eigentlich nur den Little Hope, da haben ja auch nicht alle überlebt. Allgemein, um die verschiedenen Enden noch zu kriegen. Also ich muss sagen, ich bin eigentlich damit zufrieden, wenn alle überlebt haben. Dann ist mir egal, wie die anderen Enden aussehen. Ich finde, das ist eigentlich das einzige Ziel, was ich habe. Dass in allen Pictures mal einfach alle überleben. Vor allem haben wir auch nicht alle Geheimnisse und Vorhersagen gefunden. Ja, das kommt auch dazu. Nee, das ist gut. Ich habe das Spiel jetzt 3-mal gesehen. Ich bleib nicht. Oh. Ike, was ist los bei dir? Wir waren wahrscheinlich der schlechteste Durchlauf von allen. Grundsätzlich könnte ich jetzt sagen, ich habe jetzt ein Ende gesehen von House of Ashes. Theoretisch bin ich damit theoretisch auch zufrieden, aber ich würde auch noch ein zweites und drittes Mal spielen. Alles gut. Also ich ist es für mich das einzige Ambition. Ich habe die Dinger alle spielen und dann das alle überleben in jedem. Wenn jetzt nicht alle überleben, okay, aber halt mal wenigstens ein paar andere Enden und ein paar andere Entscheidungen nehmen. Zum Beispiel kann man ja mal sagen, man spielt einen anderen Charakter jetzt richtig hart negativ oder richtig weicheich, um halt die Enden dann zu finden. Aber wir müssen schon relativ am Anfang Geheimnisse verpasst haben. Hm. Vermutlich, das denke ich auch. Subnautica? Ja, Imo, spiel mal Subnautica. Der hat es dir extra geschenkt. Geh endlich mal unter Wasser spielen. Oh, ich wollte mich gerade auf die Couch hinter mir legen, aber die ist ja nicht mehr da. Kannst dich da gerne auf den Boden legen, der ist mit Sicherheit schön kühl. Du hast doch noch eine andere Couch. Vergiss es, der ist nicht kühl. Echt nicht? Nee. Hast du drauf gepisst? Dass er warm ist. Ich kam vom Duschen wieder und bin langgelaufen und hab gedacht so, schön ziemlich warm. Dabei wohnt unter dir nicht mal jemand. Doch,